trotz Novemberdepression und trotz Feinstaubbelastung und ungewöhnlichem Vortragsort für die, ich kann fast sagen, Luga-Hälfte des Auditoriums, so viele heute da zu uns hergefunden haben und sich von den Punschmärkten und den Weihnachtsständen losgelöst haben. Wir befassen uns heute eben mit Vertrauen im Web und was denn das so alles ist. Der Roland hat das schon sehr, sehr schön eingeleitet. Das ist der erste Vortrag, der Start einer neuen Vortragsserie, die eben ein bisschen mehr weg von der üblichen Schiene, die wir in der Luga fahren, der technischen und der Sysadmin-Schiene gehen soll. Und daher bin ich also sehr froh, dass wir da die Möglichkeiten haben, den Raum hier nutzen zu können und auch uns einen weiteren Zuhörerkreis da öffnen können. Ich möchte gleich kurz vorausschicken, wir fangen heute mit einem für diese Reihe wahrscheinlich recht atypischen Vortrag an. Die ganze Reihe ist geplant als eine Mischung aus Kurzvortrag und Workshop. Und im Jänner wird der Peter dann etwas über Verschlüsselung und digitale Signatur beim E-Mail-Verkehr erzählen. Und da dieses Thema sehr viel über Kryptographie, Vertrauen und diese Dinge, keine Angst, es kommen heute keine gefährlichen mathematischen Exkurse, voraussetzt, haben wir gesagt, wir brauchen vorher ein Thema, das ein bisschen vorarbeitet, voraufbaut. Und da war eben die Frage, wie schaut denn das mit Vertrauen im Internet und speziell im Web überhaupt aus? Es hat dann die Zeit für uns gearbeitet. Es gab in der letzten Zeit gerade in diesem Bereich einige sehr aufsehenerregende Vorfälle, auf die ich dann später noch kommen werde. Und ja, lassen wir mal die lange Vorrede. Ich bitte auf jeden Fall, mich jederzeit zu unterbrechen, wenn ich irgendeinen Unsinn rede. Das kommt gelegentlich vor. Ich täusche mich manchmal oder bin nicht ganz am letzten Stand der Informationen. Wenn jemand irgendwie meint, das ist jetzt nicht ganz okay, was ich da sage, bitte unterbrechen. Auch wenn ich zu sehr galoppiere, mich irgendwo verrenne, Sachen voraussetze, einfach fragen, wenn was unklar ist. Ich werde versuchen, nicht allzu lange jetzt hier theoretisch zu bleiben. Mache dann eine kurze Live-Demo anhand des Mozilla Firefox. Werde ich zeigen, was man mit ein paar zusätzlichen Add-ons oder Extensions da jetzt noch erreichen kann, um sich wirklich sicher zu sein oder eben nicht, was man und mit wem man da im Web jetzt korrespondiert. Und am Schluss haben wir dann sicher ausreichend Zeit für angeregte Diskussionen und Gespräche. Kurz zu mir. Mein Name ist Göstas Mekal und ich bin seit ca. 15 Jahren im IT-Bereich tätig, ungefähr ebenso lang mit freier Software unterwegs. Habe in verschiedensten Bereichen mich da nicht hervorgetan, herumgetrieben, sagen wir das einmal so, und kenne also das ganze IT-Werkel von einigen Seiten. Begleitet hat mich immer die freie Software und die Grundphilosophie der freien Software ist auch für mich ein wichtiger Aspekt, den ich hier eben auch mit dieser Vortragsreihe ein bisschen breiter verbreiten will, weil zum Vertrauen ganz wesentlich Offenheit gehört. Und unsere moderne Kommunikation geht immer mehr über die digitalen Medien. Jeder Unternehmer ist mittlerweile, der einen Internetzugang hat, und einen anderen gibt es wohl kaum mehr, der noch prosperieren kann in den nächsten Jahren, ist mittlerweile verpflichtet, seine Steuererklärung digital über Finanz Online zu übermitteln, über das Web, einer Institution, der er hoffentlich vertrauen kann. Und auch so privat sind einige Dinge schon alltäglich. Der kleine Detailfachhandel, vielleicht ist das auch für die Funkamateure hier zu beobachten. Ich habe letzte Woche versucht, einen kleinen, einfachen Lötkolben zu bekommen und den halben 7. Bezirk abgeklappert. Die Geschäfte, die es einmal gab, die sowas verkauft haben, gibt es kaum mehr. Die es noch gibt, die haben das nicht mehr. Jetzt muss ich das also im Web bestellen. Also immer mehr von unserem täglichen Tun und Handeln geht in die digitale Welt. Und hier haben wir immer weniger Möglichkeit, mitzuschauen, nachzuschauen und mitzukommen, was da eigentlich passiert. Freie Software kann uns hier insofern helfen, und da will ich auch nicht jetzt mich zu lange vertiefen, als aber uns nach der Free Software Foundation, die diese Grundsätze definiert hat, uns die freie Software ganz, ganz wesentliche Freiheiten gibt gegenüber der klassischen, kommerziellen, proprietären Software. Einerseits kann ich das Programm für jeden Zweck benutzen, den ich möchte, nicht nur für die Dinge, die der Hersteller vorgesehen hat.
und ich kann verstehen, wie das Programm funktioniert. Ich kann reinschauen, ich kann schauen, was das macht. Und in einem Bereich, wo Vertraulichkeit und Sicherheit wichtig ist, ist das eine ganz, ganz, ganz wesentliche Freiheit, die ich hier habe. Ich kann Kopien verbreiten und ich kann, wenn ich das Programm verbessert habe, die Verbesserungen auch wieder veröffentlichen. Und das sind ganz, ganz wichtige Eckpfeiler und da kommen wir dann vielleicht jetzt über eine zweite Runde noch dazu. Ich möchte mal mit einem kleinen philosophischen Exkurs starten und schmeiße jetzt so in die Runde, wenn wir von Vertrauen reden. Was braucht man für Vertrauen überhaupt? Worauf begründet sich Vertrauen? Ein wichtiger Punkt ist natürlich Identität bzw. Authentizität. Ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Woher wissen Sie, dass ich Göstas Mekal bin? Ja, der Roland hat es jetzt vorhin gesagt. Dem Roland habe ich mich irgendwann einmal als Göster vorgestellt. Irgendwann einmal hat mich die Linux User Group zum Kassier gewählt und ist davon ausgegangen, dass ich der bin, der ich vorgebe zu sein. Ich habe gegenüber nur ganz wenigen hier im Raum jemals meine Identität wirklich nachgewiesen. Was sich da so angesammelt hat inzwischen auf der Leinwand, die keine in dem Sinn mehr ist, sind jetzt ein paar verschiedene Dinge, die versuchen, uns Identität nachzuweisen. Also da gibt es Stempelmarken, die kennen wir schon fast nicht mehr, das ist von meiner Geburtsurkunde. Dann habe ich da einen Führerschein, einen Reisepass. Das sind alles Dokumente, die versuchen sicherzustellen, die versuchen mir zu helfen, mich gegenüber jemand anderen als ich zu identifizieren. Dann gibt es eine Unterschrift, sowas ist auch ein Ding, wo ich eigentlich sage, ja, das sind wir gewohnt, das hat er ja unterschrieben, unter der Urkunde steht eine Unterschrift drunter, das ist ja der das unterschrieben hat. Eigentlich ist das ein Linienzug, eine Kurve mit einem Kugelschreiber auf Papier. Das wird den hier Ortsansässigen bekannt sein, was das ist. Das ist ein Rufzeichen, das ist zufällig oder nicht zufällig, das Rufzeichen vom Roland Schwarz, das ich hier auch mit reingenommen habe. Auch das ist eine Form eines Identitätsnachweises. Und das, was ich da so, ja, das ist überhaupt was Wunderschönes. Also das ist von meiner Gewerbeberechtigung, das habe ich auf Papier, das ist eine Amtssignatur, das klingt schon super. Das ist also die Verbindung des Amtsschimmels mit dem Signaturgesetz und da kommt also sowas raus, dass man also auf einem A4-Zettel habe ich also so einen Abschnitt, der hier nachweist, dass dieses Dokument echt ist, weil da ist ja eine Amtssignatur drauf. All diesen Dingen vertrauen wir gefühlsmäßig, implizit mehr oder weniger. Und das komische Grüne da, das ist das Zertifikat des Luga-Webservers, wenn man die Seite www.luga.at über das HTTPS-Protokoll, also über verschlüsselte oder gesicherte Verbindung kontaktiert, dann spielt das eine ganz wesentliche Rolle. Wozu wir das dann brauchen, komme ich da noch. Jetzt habe ich also die Möglichkeit, zur Identitätsfeststellung wollte ich noch kurz was anmerken. Ich habe vor ein paar Wochen herausgefunden, was ich eigentlich für ein globalisiertes Landei oder wie auch immer man das nennen soll, bin. Als ich eben beim Versuch mit jemandem, ich habe mit jemandem meinen digitalen Schlüssel, mit dem ich meine E-Mails signiere und eventuell verschlüssele, ausgetauscht und der hat sich mir gegenüber, also wir haben das ausgetauscht, dazu haben wir unsere Reisepässe vorgewiesen, das ist ein übliches Prozedere, das gibt es auch bei Key-Signing-Partys drauf, geht dann wahrscheinlich der Peter näher ein, wie das so ist, beziehungsweise beim Web of Trust vielleicht noch sagen. Und diese Person hat sich mir gegenüber mit einem US-amerikanischen Reisepass identifiziert. Das war in meinem Leben der erste US-amerikanische Reisepass, den ich gesehen habe. Jetzt war ich in einer Zwickmühle, weil die Person kenne ich an sich schon länger. Hat schon öfter Vorträge gehalten bei Institutionen, denen ich grundsätzlich vertraue, weil ich sie auch kenne. Er hat also im Rahmen der Wirtschaftskammer gesprochen, er hat im Rahmen der Linux-Wochen gesprochen, er hat auf anderen Veranstaltungen gesprochen. Ich habe implizit gewusst, das ist die Person. Aber ich habe erstmals in meinem Leben einen amerikanischen Reisepass gesehen und habe gedacht, eigentlich muss ich jetzt kapitulieren. Ich kann nur darauf vertrauen, dass dieses Ding da so kompliziert wäre zu fälschen, dass er es wahrscheinlich nicht getan hat. Aber ich habe keine Ahnung, woran ich einen amerikanischen Reisepass erkennen soll. Aus MacGyver, ja, so klein am Fernseher gesehen, aber sonst, glaube ich, habe ich sowas nicht gesehen.
Und da sind wir jetzt schon mittendrin. Wie erstellen wir eigentlich Vertrauen, wenn wir jetzt mal wissen, mit wem wir es zu tun haben? Warum vertrauen wir dieser Person oder diesen Personen? Und da unterscheide ich, und technisch tut man das in der Regel auch so, vielleicht gibt es eine dritte Möglichkeit, ich kenne grundsätzlich zwei Arten von Vertrauen, wie sich Vertrauen bildet. Das eine ist einmal das Vertrauen gegenüber Einzelpersonen. Das ist Vertrauen, das sich zum Beispiel durch direkten Kontakt aufbaut. Das ist einmal die Mutter-Kind-Beziehung, die Eltern-Kind-Beziehung schafft ein ganz intensives Vertrauen. Später sind es dann Freunde, Bekannte, denen man vertraut. Oder es sind indirekt Personen, denen man indirekt vertraut durch ihre Reputation. Wenn jetzt den Nachrichten der Herr Bundeskanzler sagt, dem Staat geht's gut oder dem Staat geht's schlecht oder wir müssen sparen oder wir müssen nicht sparen, dann vertrauen wir dieser Aussage, weil den kennen wir ja, das ist ja der Herr Bundespräsident oder der Bundeskanzler oder wer auch immer. Der hat eine gewisse Reputation oder vielleicht der Vorsitzende des Staatsschuldenausschusses oder sonst jemand. Diese Worte werden schon Gewicht haben. Da sind wir aber schon wesentlich weiter entfernt von dieser innigen Bindung innerhalb der Familie oder im Bekanntenkreis. Dieses Vertrauen aufzubauen, braucht vor allem Zeit. Wenn ich jemanden das erste Mal sehe, werde ich ihm relativ wenig vertrauen. Und je öfter ich positive Erfahrungen gemacht habe, ihm vielleicht einmal die Rechnung beim Wirt, bei der Rechnung beim Wirten mit 15 Euro ausgeholfen habe und er hat es mir dann 3 Monate später, wenn wir uns das nächste Mal gesehen haben, sofort zurückgegeben und gesagt, dass ich da habe ich noch Geld von dir. Das steigert natürlich das Vertrauen. Andersherum, die Dinge, die ich vorhin zum Identitätsnachweis hergezeigt habe, die basieren eigentlich alle auf einem ganz anderen Vertrauensmodell, nämlich auf dem Vertrauen in Institutionen. Das ist auch etwas, was tief in uns drinnen ist, was wir beim Aufwachsen lernen. Wir haben irgendwann einmal dieses Urerlebnis, alle, wir gehen in ein Amt und da ist jetzt eine Autorität, der Staat, die Obrigkeit da, die machen schon alles richtig. Da wird schon alles passen. Wenn ich dann nach Hause reingehe, da steht Finanzamt für den 12., 23., weiß noch was für einen Bezirk und ich gehe dorthin und sage, ich möchte Steuernummer lösen, dann wird das schon das Finanzamt sein und die werden schon das Richtige mit den Dingen machen, die ich dort offenlege. Dieses Vertrauen, der Vorwurf, dass es ein schlechtes Beispiel ist, den lasse ich absolut gelten. Was dann hinterher mit meinem Geld passiert, das kann ich natürlich nur alle 4 Jahre beeinflussen und auch nur sehr indirekt, das ist schon richtig. Aber implizit haben wir alle als brave Staatsbürger gelernt, dass wir diesen Häusern, wo drauf das nette schwarze Vogel mit dem Werkzeug in den Händen oder in den Füßen ist, dass wir den Leuten in diesen Gebäuden ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Müssen. Ja. Aber wir müssen ja das Geld geben. Das auch. Das auch. Aber Vertrauen? Ja, anderes Beispiel. Anderes Beispiel. Es gibt da immer wieder an Hausecken, also so Schilder mit einem B aus einem grünen und einem blauen Block und dann unten ist so ein nettes Fernsehgerät mit vielen Tasten unter, man steckt mal Karte rein, kriegt Scheine raus. Also diese Bankomaten. Das ist auch so eine lustige Sache. Die waren früher immer direkt an Banken. Dann waren sie in den Bankfoyers zusätzlich und jetzt mittlerweile kommen in Einkaufspassagen stehen freistehend solche Automaten. Nicht an irgendeiner Bank, nicht an einem Geschäft, nicht eingemauert, die stehen einfach frei da. Da habe ich zum Beispiel ein deutlich gemindertes Vertrauen. In solche Geldautomaten gebe ich am Anfang immer einen falschen PIN-Code ein. Man kann mich paranoid nennen, aber wenn dann nämlich der Automat meinen Code akzeptiert, nehme ich sofort, breche ich ab, nehme die Karte raus und gehe. Und melde den Automaten natürlich, weil wer weiß, was das ist. Ich habe einmal im Web ein Foto gesehen von einem Automaten auf einem Flughafen irgendwo ich weiß nicht mehr, wo das war. Es war nicht in Europa, aber auch nicht in Karachi oder so. Und der stand also da und da hinten war da so ein dünnes Kabel, das ist über den Boden gegangen, das war also eindeutig das Telefonkabel, mit dem der den Bankrechner kontaktiert hat. Und das liegt einfach so hinter dem Automaten am Fußboden. Also das ist super, da hebe ich sicher Geld ab. Ja. Dem kann ich sicher vertrauen, diesem Automaten. Und dann sind wir eigentlich schon bei einer anderen Form von Institutionen. Es gibt natürlich auch Vertrauen in Produkte, in Marken. Da steht Logitech drauf, das wird schon funktionieren. Auf meinem digitalen Gerät, das fängt der Name mit einem I an, das wird schon super sein. Die werden schon nichts machen mit meinen Dingen. Da vertraut man mal grundsätzlich. Oder eben nicht. Diese Form des Vertrauens benötigt einerseits ein Machtmonopol für die Institutionen.
Oder eine gewisse Gruppendynamik. Web 2.0, klassisch. Ja, jetzt gehen wir alle, Google macht einen neuen Social-Media-Dienst, das ist super. Und noch dazu ist er geschlossen und man muss eingeladen werden, da wollen wir natürlich noch schneller hin und unsere Daten alle dort hineinschmeißen, weil das ist ganz super. Also dieses Vertrauen, diese Kategorie ist aus meiner Sicht immer mit einem gewissen Gänsehaut-Faktor belegt. Um jetzt dieses Vertrauen auch sicherzustellen, muss ich die Gegenstelle, der ich vertrauen soll, natürlich in irgendeiner Form mir gegenüber ausweisen, und dieses Vertrauen, sich dieses Vertrauens würdig erweisen. Da gibt es auch bestimmte Dinge, die wir im alltäglichen Leben verwenden. Das sind also Ausweise, habe ich schon darüber geredet. Das ist aber was ganz was Lustiges. Also Münzen und Geldscheine sind ja im Prinzip nichts wert. Die Centmünzen sind Stahlplatteln, da kann man Beilagscheiben ganz gut draus machen, sind relativ günstig für Beilagscheiben, also die mit den Löchern drin sind teurer. Und diese netten bunten Scheine mit dem Hologramm drauf haben auch einen Wert, der ist eigentlich nahezu non-existent. Aber trotzdem vertraue ich drauf, wenn ich so einen roten Schein in der Hand habe, dass ich dafür beim Discounter 8 und ein bisschen was zerquetschte Liter Milch oder 5 Kilo Brot bekomme. Weil natürlich auch der Discounter darauf vertraut, dass das Ding, das ich habe, aus so einem netten Automaten kommt, wo ich vorher meine Karte reingesteckt habe und dahinter steht der Bank und hin und her. Also Geld ist überhaupt das ganz was Tolles. Das funktioniert überhaupt nur auf einem ganz abstrakten Vertrauenslevel. Da hat der Ralf Schlatterbeck einen sehr interessanten Vortrag gehalten über alternative Bezahlweisen und so, wo also Münzen und Scheine überhaupt keine Rolle mehr spielen. Weil die eigentlich nicht wichtig sind. Sie sind einfach nur ein Symbol eines Vertrauens. Stempel haben wir auch schon gesehen. Das ist auch sowas, ja, wo ein Adler drauf ist und das ist noch rund, das ist super. Gebäude, ja, auch, habe ich auch schon mich darüber ausgelassen. Und diese Zertifikate, und da kommen wir jetzt eh schon eher in dieses Web- und Technologie-Thema, ein bisschen weg vom Old-Style, ja, ist eine Frage. Die Uniformen ist ein ganz ja. Gebäude, weil da kommt irgendeine Art Uniform und Kapital. Danke, das ist eine sehr gute Anregung. Ja, das habe ich komplett vergessen. Die Uniform ist natürlich überhaupt ein ganz ein toller Faktor. Und das Auftreten natürlich auch. Also wenn jemand selbstbewusst irgendwo in irgendeiner Form, kann auch eine Fantasieuniform sein, auftritt und den Leuten sagt, sie müssen jetzt dieses oder jenes machen. Ganz toll. Ganz toll, ja. Es ist ein nettes Beispiel. So einer Vertrauens- oder Misstrauensattacke ist im heutigen Falter in der Kolumne von der Andrea Dusel, die hat vorgeschlagen, in einem Aufzug, wenn man alleine fahren will, sich einfach vor die Tür zu stellen und wenn jemand einsteigen will, zu sagen, dieser Lift wird eingezogen. Das funktioniert sicher. Gut. Das wäre im Aufzug vielleicht auch gut, also nach der Fahrscheinkontrolle die Fahrscheinkontrolle vorzuspielen. Ja. Sekunde. Ja, und was müssen jetzt diese Authentifizierungsdinge, was müssen die können? Wichtig ist einmal, sie sollten nur von autorisierten Stellen ausgegeben werden. Sonst haben wir es mit Blüten, mit gefälschten Ausweisen und so weiter zu tun. Leicht zu überprüfen sollten sie sein, es soll ja jeder damit umgehen können. Einfach zu handhaben. Geldscheine, elektronische Geldbörse, geht alles ganz simpel, ganz toll. Und schwer nachzumachen wäre auch eine gute Idee. Sonst fliegen wieder massenhaft Pfundnoten vom Himmel aus Flugzeugen abgeworfen und solche Geschichten. Ja, die meisten dieser Anforderungen haben sich übrigens in Mitte des letzten Jahrhunderts so definiert. Also diese ganze Geldnotensicherheit und so kommt aus diesem Wirtschaftsnebenschauplatz des Zweiten Weltkriegs, dass man da versucht hat, eben die Währung des jeweils anderen zu unterlaufen. Gut, jetzt haben wir also bewiesen, wer wir sind und wie wir vertrauen. Ich habe schon zwei Vertrauensmodelle vorgestellt eben und jetzt möchte ich sie noch mit einem technischen Hintergrund hinterfüttern. Das erste Modell, dieses Vertrauen unter Personen, kennt man eben in der Informationstechnologie auch als das Web of Trust. Nach dem Grundsatz, die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde, das ist natürlich sehr, sehr, sehr leichtfertig gesagt, funktioniert es so, also ich kenne jetzt zwei Leute, die kennen wieder zwei andere Leute und die kennen eine Person. Und wenn wir uns hinreichend untereinander vertrauen, dann kann ich auch darauf vertrauen, dass die zwar denen vertrauen. Und wenn die denen vertrauen, dann kann ich auch, deswegen ist diese Linie hier strichiert,
implizit in einem gewissen Rahmen dieser Person trauen. Das ist die Idee des Web of Trust. Man versucht also einfach durch die Bindungen untereinander das Vertrauen auszuweiten. Das Web of Trust ist ganz wesentlich beim E-Mail-Signieren, E-Mail-Verschlüsseln. Es funktioniert weniger gut im Webbereich, da funktioniert ein anderes Modell, das Modell Chain of Trust, also die Vertrauenskette. Die ist in der Regel länger, als sie hier dargestellt ist, aber der Einfachheit halber habe ich das so dargestellt, es gibt also ein Vertrauen auf Basis des sogenannten vertrauenswürdigen Dritten, wie auch immer das ist, und da habe ich jetzt die gleiche Figur von vorhin, das ist irgendeine Obrigkeit. Irgendjemand, das Passamt, stellt einen Reisepass aus. Diese Person beantragt einen Reisepass bei dem netten Herrn, der stellt den aus. Wenn ich jetzt diesen Reisepass sehe, kann ich darauf vertrauen, dass diese Person wirklich diese Person ist, weil ich implizit diesem Passamt auch vertrauen darf, muss, kann, was auch immer. Also so funktioniert die Chain of Trust. Diese zwei Modelle sind grundsätzlich unterschiedlich. Das ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Und sie haben ihre Vor- und Nachteile. Das Web of Trust hat den großen Vorteil, ich brauche nicht eine zentrale Stelle, der alle implizit vertrauen müssen. Ich kann mir aussuchen, wer zu meinem persönlichen Web of Trust gehört. Und es ist relativ einfach umsetzbar. Wir kennen es aus dem Alltag, eben über Bekanntschaften, wenn man dann Bekannte von Bekannten kennenlernt oder man kriegt jemanden empfohlen, der einem das Auto günstig und gut reparieren kann. Wenn es jemand ist, dem ich vertraue, wo ich weiß, der lässt sein Auto dort auch reparieren, dann vertraue ich dem eher als irgendeiner Werkstatt, die mir noch niemand empfohlen hat. Nachteil ist die Reichweite und Anfangssicherheit ist eher gering, weil ja diese Bekanntschaftsjahresringe in diesem Netz relativ schnell ausdünnen. Es wird unüberschaubar, gibt viele, also unüberschaubare viele Kontakte dritten, vierten, fünften Grades, wer in diesen tollen Web 2.0 Social Web Geschichten da drinnen ist. Also ich kenne nur das Crossing oder Xing von innen. Dort sieht man das ja, also ich habe, weiß ich jetzt nicht, 97 direkte Kontakte und dann schon mal 11.000 Kontakte zweiten Grades und Kontakte dritten Grades sind es dann schon 140.000 oder so. Na, denen vertraue ich natürlich nicht. Nicht einmal den direkten allen. Und nächster Nachteil eben aufgrund dieser dubiosen, nebulosen Struktur und weil das Ganze relativ jung ist und man das noch nicht kennt, Vertrauen braucht ja Zeit, ist die Akzeptanz relativ gering. Die Leute, die da mitmachen in diesen Web of Trust Communities oder wie auch immer, die vertrauen diesen Sachen schon, sonst würden sie das nicht machen. Aber die nicht mitmachen, die sagen eigentlich, das ist Humbug. Die haben lieber die Chain of Trust, das ist zentral verwaltet, das hat Vor- und Nachteile. Wer zentral etwas verwaltet, zum Beispiel eben einen Reisepass ausstellt oder eine Bankkarte, also Bankomatkarte, der kann es natürlich auch zentral gesteuert wieder zurücknehmen, dieses Vertrauen. Beim Reisepass geht es schwer, wenn er mal ausgestellt ist, kann er nicht wegnehmen, aber bei zum Beispiel diesen ganzen elektronischen Dingen, ich kann also eine Bankomatkarte zentral natürlich einfach sperren. In einem Bezahl-Web of Trust wäre es relativ schwierig, einen Einzelnen daran zu hindern, wieder teilzunehmen. Die Akzeptanz bei Organisationen ist natürlich größer, weil dahinter steht eine Organisation. Organisationen vertrauen Organisationen. Organisationen vertrauen nicht Einzelpersonen. Daher ist es da einfacher umzusetzen, was im Web wieder ganz wichtig ist. Der Nachteil ist aber, sie sind relativ einfach zu unterlaufen, wie in letzter Zeit eben die Geschichten mit Komodo und mit DigiNotar gezeigt haben, was ist da passiert. Da hat also einfach jemand über gar nicht einmal so raffinierte Tricks es geschafft, sich selbst Zertifikate auszustellen, sich also selbst als jemand anderer auszugeben, weil er halt einfach irgendeinen Subkontraktor, einen Subkontraktor seiner Firma, die Zertifikate ausstellt, digital übernommen hat. Das kann ich dann später noch, wird dann später noch klar, was das bedeutet. Und für den Einzelnen ist diese Chain of Trust schwer nachprüfbar. Wie ich vorhin in vielen Beispielen schon angedeutet habe, ich vertraue zwar implizit jetzt den Ämtern und Behörden, aber warum ich denen vertraue, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe es gelernt. Ich habe mir dann einmal Gedanken darüber gemacht, wo kommt denn dieses Vertrauen her? Ja, das ist die Obrigkeit, die haben wir demokratisch gewählt. Aha. Bevor wir sie demokratisch gewählt haben, haben sie andere für uns gewählt. Da waren wir nämlich eine Monarchie, da war es die gleiche Obrigkeit, es waren die gleichen Häuser, es waren fast die gleichen Leute.
Worauf begründet sich die Monarchie? Die Monarchie begründet sich auf einer Diktatur. Also sie ist ja selbst eine Form der Diktatur, die begründet sich halt auf einer noch rudimentäreren Diktatur. Und im Endeffekt läuft es darauf heraus, dass vor ein paar tausend Jahren irgendeiner mit der größeren Keule den mit der kleineren Keule auf den Kopf gehabt hat, und seitdem war der mit der größeren Keule die Autorität und der andere war der Untertan. Also so hat sich dieses Chain of Trust Modell ganz einfach heruntergebrochen entwickelt und so funktioniert es auch heute noch. Deswegen ist es relativ undurchsichtig. Es begründet sich ja offiziell aufgrund, und das hat ja lange Zeit funktioniert. Das war eine Seitenlinie, ja. Das war eine Seitenlinie. Aber also, kulturhistorisch ist das eine relativ junge Seitenlinie, weil Obrigkeiten gibt es im Prinzip, seit es Gruppen von Menschen gibt, die zusammenleben. Und am Anfang hat es einfach der mit den stärkeren Muckis gesagt, welchen Elch man jetzt erlegt. Und der war der Chef. Ja. Diese Strukturen sind es, denen Vertrauen entgegengebracht werden muss, schlicht und ergreifend, was die Grundlage ist, auf denen die Interaktion basiert. Also deine kulturhistorische Abhandlung in all Ehren, aber das hätte ich doch anders formuliert. Das ist, also deine Formulierung ist sicher der positive, menschenfreundliche Ansatz, wo man in die Zukunft fliegt, sagt, wir gründen einen Staat, was machen wir? Ich habe jetzt eher zurückgeschaut und gesagt, wir vertrauen einem Staat, warum? Aber du hast schon recht, grundsätzlich sollten es die Strukturen sein, denen wir vertrauen und nicht die individuellen Personen. Ja? Wenn man sich anschaut, wie das Schattenkabinett und so, also diese Schattenregierung in Österreich strukturiert ist und wie lange es die schon gibt, die bleiben wir beim Thema. Und jetzt heben wir das Ganze nämlich in die digitale Welt und kommen eigentlich ähnlich dorthin, wo wir hinwollen. Bis jetzt habe ich immer darüber geredet, was ist das grundsätzlich, wie setzt man das jetzt um? Das Problem ist, ich möchte Geld überweisen, ich möchte sicher was einkaufen in einem Webshop, wie auch immer. Also zwei einander unbekannte Parteien wollen vertraulichen Informationsaustausch. Das stellt man technisch, und tiefer gehe ich jetzt nicht, das was auf dieser Folie, also auf dieser Seite steht, das stellt man technisch über kryptografische Methoden her, das heißt, da steht recht viel mathematisches Voodoo im Hintergrund, das man sehr gut verstehen kann, das man auch gut erklären kann, das aber halt einfach den Rahmen sprengen würde, da will ich gar nicht drauf eingehen. Die Stichworte sind eben asymmetrische Verschlüsselung, digitale Signatur. Das stellt auf mathematischem Wege ein Vertrauen her, weil diese Möglichkeiten erfüllen sehr gut die Anforderungen, die ich vorher bei den Vertrauensbeweisen gesagt habe. Sie sind einfach herzustellen, schwer zu fälschen und leicht nachprüfbar. Das sind diese digitalen Zertifikate auf jeden Fall, rein technisch. Und in der Praxis haben wir es dann auch immer mit dem Modell des vertrauenswürdigen Dritten, also der Certificate Authority, kurz CA, zu tun. Im Web spielt das Web of Trust keine Rolle, derzeit noch. Die Chain of Trust gibt hier den Weg vor. Das heißt, es gibt irgendwelche zentralen Stellen, die diese Zertifikate austeilen, DigiNotar, A-Trust, in Österreich zum Beispiel, und die stellen also diese Zertifikate aus, die stellen sie irgendwelchen Subkontraktoren aus, die sie dann irgendwelchen anderen Firmen ausstellen, die sie dann für Server ausstellen, und mein Browser schaut dann irgendwo in einer Liste nach, ob er einem Zertifikat vertrauen kann oder nicht. Das sehen wir gleich. Da kommen wir noch dazu, ja, genau, also wie viele CAs wir da so in den Browsern haben, da kommen wir gleich dazu. Wie schaut das jetzt rein technisch aus? Also wenn ich eine SSL-gesicherte Website aufrufen will, dann brauche ich mal einen Rechner. Und ich brauche eine Website, die ich besuchen möchte. Die Website muss vorher etwas getan haben. Und zwar muss sie mit einer CA, also einer Zertifizierungsstelle, einer sehr vertrauenswürdigen Organisation, ich lasse die Details jetzt weg, worauf dieses Vertrauen begründet, ich kann sie nämlich nicht beantworten, der muss sie mal gesagt haben, hey, ich hätte gern ein Zertifikat. Ich hätte gerne, dass du mir bescheinigst, dass ich bin. Also dieses Ich-Example.com. Daraufhin überprüft hoffentlich die CA sehr, sehr sorgfältig, wer das ist, der das will und ob das auch gerechtfertigt ist. Signiert dann diese Anforderung, sprich haut einen Stempel drauf, und es entsteht so ein Zertifikat. Digital, das war diese grüne Ziffernwurst, die da am Anfang bei diesen ganzen Ausweisen dabei ist. Okay, und jetzt kann es losgehen. Jetzt gehe ich her und frage mal meinen Domain-Name-Server,
Hallo, wo erreiche ich denn www.example.com? Hier haben wir ein Riesenproblem, denn diese Verbindung ist derzeit noch absolut unsicher und ganz, ganz leicht zu übertölpeln und damit fällt alles hinten dran. Aber im Moment gibt es nichts Besseres. Es funktioniert ganz zuverlässig, sagt die Erfahrung. Also wir gehen jetzt einmal davon aus, rote Pfeile sind immer implizites Vertrauen. Da muss man halt einfach durch. Genauso wie eben der im gewissen Grad da durch muss, dass das halt der andere ist. Das müssen wir jetzt einfach akzeptieren. Und zurück kriegen wir natürlich eine IP-Adresse, die steht auf dem Kopf. Das ist der Grund, warum wir Computer brauchen, um das Web zu benutzen, weil die Computer nichts anderes tun, als die IP-Adressen umzudrehen. Na, in Wahrheit habe ich es einfach nicht hingebracht, die Beschriftung der Pfeile umzudrehen. Also man möge mir das nachsehen. Also wir bekommen eine IP-Adresse und mit dieser können wir dann eine HTTPS, steht für Secure, Verbindung zu diesem Server aufbauen. Aufgrund dieser Anfrage sagt der, haha, wieder am Kopf, weil muss ich mit dem Computer. Ich habe dieses Zertifikat, er zeigt das Zertifikat dem Client her und der Client überprüft jetzt, ob er dem Zertifikat vertrauen kann, weil er einfach die Zertifizierungsstelle nachschaut. Schaut, gibt es die CA, kenne ich die, vertraue ich der CA, stimmt das überein, kann das passen, da wird herumgerechnet im Hintergrund. Und wenn der Client sagt, ja, das passt, das ist alles okay, dann gibt es grünes Licht und ich kann die Verbindung aufbauen. Also das funktioniert technisch, wenn wir jetzt eine HTTPS-Seite abrufen. Da passiert ganz schön viel im Hintergrund und es ist auch hier wieder ein roter Pfeil, auch hier ist implizites Vertrauen da. Denn, wie der Roland schon gesagt hat, es gibt einen ganzen Haufen von diesen CAs, es sind so um die 30 locker, die im Mozilla Firefox standardmäßig ausgeliefert werden. Also wenn ich bei mozilla.org den Firefox runterlade, dann sind die einfach da drin, weil die Mozilla Foundation diesen Zertifizierungsstellen vertraut. Warum auch immer. Und ich muss jetzt darauf vertrauen, dass die Mozilla Foundation ihr Geschäft gut macht, sonst habe ich da ein Problem. Vorteil ist hier, theoretisch könnte ich mir diese Zertifizierungsstellen alle irgendwie durchschauen oder ich könnte sie auch rausschmeißen der Reihe nach, die ich nicht drin haben will, auf welchen Grund, auf welcher Basis auch immer ich das mache, aber ich habe die Freiheit, und da kommen wir wieder zur freien Software, dieses Verhalten zu ändern, wenn ich das technisch kann. Ist aber nur eingeschränkt notwendig, wir helfen uns anders. Eben, also im Firefox ist es so, die Mozilla Foundation liefert uns den Browser mit CA-Root-Zertifikaten aus, also mit diesen Bescheinigungen, dass diese Zertifikate, welche Zertifikate gültig sein können und welche nicht. Und bei manchen Unstimmigkeiten warnt uns auch dieser Browser-Sheriff, das ist ganz am Anfang, war das ist in Blau, dieses Maxerl, das hat da so eine Uniform an und hat einen Ausweis in der Hand. Das warnt uns dann auch, ja, kommt dann gleich nachher, wie das ausschaut, und sagt, hey, da stimmt was nicht, da passt was nicht. Und dann kann man dann was machen oder nicht oder wie auch immer. Manche ist deswegen, weil das also nur warnt, wenn die Root-CA, also die signierende Stelle, nicht bekannt ist und zwar dem Browser nicht bekannt ist. Wenn die Domain nicht übereinstimmt, das ist ja okay, dann soll sie warnen. Also wenn ich sage, ich will nach example.com, das Zertifikat ist aber für hackmyhost.com ausgestellt. Oder wenn das Zertifikat abgelaufen ist. Zertifikate sind nämlich nicht, digitale Zertifikate sind nämlich nicht fälschungssicher. Es dauert nur unheimlich lange, sie zu fälschen. Es ist sehr schwierig, man muss die richtigen Zahlenkombinationen erraten, um sie zu fälschen. Aber mit genügend Rechenzeit und Zeit kann man das. Daher gelten diese Zertifikate immer noch für ein paar Jahre, wo man davon ausgehen kann, dass es also in dieser kurzen Zeit schwer möglich ist, das Zertifikat auf andere Weise nachzubauen. Es gibt jetzt einige Firefox Add-ons und das möchte ich dann nachher gleich herzeigen, die uns hier helfen. Einerseits um diese SSL Validation, ja, das habe ich noch nicht erklärt, SSL steht für Secure Socket Layer. Das ist die technische Art, wie diese ganze Sicherheitsgeschichte abgewickelt wird, wie also im Hintergrund diese ganzen Zertifikatsgeschichten herumgerechnet werden, wie Client und Server miteinander diese Vertrauensstellung aushandeln und abwickeln. Ich habe also hier die Möglichkeit, die Sicherheitsstufe des Zertifikats mir anzuzeigen und zu beurteilen, etwas besser als das der Firefox an sich kann. Ein sehr hilfreiches Tool ist auch das Certificate Patrol, denn wenn ich einer CA einmal vertraue, dann vertraue ich auch allen Zertifikaten, die sie jemals ausgestellt hat oder ausstellen wird. Wenn aber jetzt eine Website es irgendwie schafft, ein Zertifikat zu fälschen, oder ich eben über den
DNS-Server zu einer völlig anderen Seite umgelenkt werde und da kommt zwar ein gültiges Zertifikat heraus, aber es ist nicht das gleiche wie beim letzten Mal, dann ist was passiert. Und da hilft mir dieses Certificate Patrol. Und zu guter Letzt gibt es noch HTTPS Everywhere, das ist ein nettes Tool, das einfach bei jeder Verbindung nachschaut, gibt es das gleiche auch über eine verschlüsselte Verbindung und dann hin verbindet. Denn zum Beispiel diese Social Networks, also Crossing, Facebook, LinkedIn, whatever, sind eigentlich alle, die meisten Leute, wo ich es gesehen habe, benutzen die schlicht und einfach über unverschlüsselte Verbindungen und geben da brav ihre Passwörter ein und ihre Zugangsdaten. Wir schicken diese Daten unverschlüsselt quer durch die Welt zu dem Server auf der anderen Seite. Das ist keine gute Idee. Vertrauliche Daten sollte man auch über vertrauliche Kanäle übermitteln. Daher kann man sich hier, wenn man dieses Ding in seinem Firefox, dieses Add-on dabei hat, sucht der Firefox automatisch, kann ich diesen Service auch verschlüsselt, also sicher benutzen. So, genug der Vorrede. Live-Demo. Ich habe hier ein bisschen Umbau zu tun. Gibt es soweit mal Fragen zu dem Thema? Die Folie lasse ich dann später nochmal, das ist ein sehr nettes, weil da in der Ankündigung Kevin Mitnick und so die ganz alten Geschichten aus der IT gekommen sind, das ist ein Fake-Schild, das einmal auf einem Serverraum zu sehen war. Ich muss jetzt kurz einmal mich an den Firefox heranmachen. Wir unterhalten Sie mit etwas Musik. Gut, das machen wir anders. So, haben wir jetzt da hinten, genau, da haben wir jetzt unseren Firefox. So, für alle, die jetzt, so viele Notebooks sehe ich nicht, aber wer also sein Notebook mit hat, es gibt hier ein WLAN, das wohl verschlüsselt, aber ich darf die Zugangsdaten preisgeben in dieser Runde. Also das WLAN c.lv1.oevsv. hat eine WPA2-Verschlüsselung und der WPA2-Schlüssel ist in Kleinbuchstaben geschrieben Funkamateure. Mit dem WLAN kann man sich also hier mit dem Internet, über dieses WLAN kann man sich mit dem Internet verbinden und dann hier ein paar Beispiele nachvollziehen. Das ist jetzt besagter Firefox WebSheriff, das ist also dieser Passkontrolleur und der sagt mir jetzt also, dass dieser Verbindung nicht vertraut wird. Welche Verbindung habe ich da gewählt? Finanzonline.at, ja. Also wenn ich meine Buchhaltung machen will, dann vertraut mein Browser, das ist der Firefox 801, den habe ich heute installiert, das ist die aktuelle Version, der vertraut hier nicht. Und informiert mich jetzt, was soll ich tun, was kann ich machen, ich kann natürlich die Seite verlassen, das ist aber blöd, wenn zum Beispiel der 15. ist und ich muss jetzt meine Steuererklärung abgeben. Ich kann mir technische Details anschauen oder ich kann sagen, ich kenne das Risiko. Ich persönlich glaube nicht, dass ich es wirklich kenne. Ich weiß, dass ein Risiko besteht, aber einschätzen, glaube ich, kann ich es nicht. Und was kann man jetzt machen? Also bei den technischen Details. Aha. Ja, da hat also jemand gepfuscht. Ich habe ja schon gesagt, wenn die Domains nicht zusammenpassen, dann gibt es eine Warnung. Das ist gut. Denn das Finanzonline.at, das Zertifikat gilt also nur für Finanzonline BMFGV.at. Gut, danke schön. In dem Fall kann ich sagen, gut. Das hat damit nichts zu tun. Davon müssen wir uns leider verabschieden. Ich glaube, davon müssen wir uns sowieso generell verabschieden, aber das ist eine andere Geschichte. So. Das heißt, okay. Da gehört das www natürlich weg. Ja. So, jetzt gehen wir da her. Ja, und schon ist alles gut. Wunderbar, wunderbar. Also wenigstens mein Browser vertraut jetzt dieser Website. Man sieht hier oben an dem Balken hier, der ist jetzt hellblau. Das heißt, der Firefox vertraut diesem Zertifikat in einer mittleren Vertrauensstufe. Er kann auch grün werden.
Das hat aber keine technische Relevanz. Grün sind die Zertifikate, Zertifikate, die einer CA mit hoher Vertrauensstufe ausgestellt worden sind. Technisch sind die ident. Nur die CA mit der hohen Vertrauensstufe hat irgendwann irgendwo irgendjemanden davon überzeugt, dass er da oben ein grünes Feld hinmacht. Das ging also durch die Fachpresse. Das ist eine recht strittige Sache. Also dadurch, dass wir da oben einen blauen Balken haben, zeigt mir das der Firefox an. Gut, hier bin ich sicher, ich kann auch draufklicken. Sie sind verbunden mit BMFGV.at. Ja, da wird schon wieder sehr vertrauenswürdig. Und verifiziert von Thread Consulting CC. Wer ist denn das? Weiß jemand, wo die Firma Thread Consulting CC ansässig ist? Südafrika, genau. Also die Zertifikate für unsere Finanzamtsserver werden in Südafrika ausgestellt. Aber ich denke, ganz klar billiger und mit dem Finanzamt gegen umgehen kann, ist das ja durchaus etwas, was vertrauenswürdig. Möglicherweise waren sie billiger. Das ist Spaß. So billig ist nachdem. Ich habe gelaufen, weil ich mir auch gekauft wurde. Ich glaube, bei dem Umsatz, dass diese Organisation macht, kommt es auf die paar hundert Netz im Jahr auch nicht an. Der Hintergrund dürfte sein, ich hab heute eben nachgeschaut, das ist die erste Firefox-Version, in der ich gesehen habe, dass das A-Trust Root-Zertifikat drinnen ist. Der Hintergrund dürfte sein, dass die österreichische, die staatsnahe oder staatseigene Zertifizierungsauthority, also Autorität, es bis vor kurzem nicht geschafft hat, in den Mozilla-Browser hineinzukommen, in das Root-Zertifikat. Und daher haben sie halt auf eine CA zurückgegriffen, die dann eben, weiß ich nicht, billig, willig, was auch immer war, dieses Zertifikat auszustellen. Möglicherweise ändert sich das in näherer Zukunft. Wenn ich das jetzt nicht weiß, so wie du das weißt, wie kann ich das Wissen erlangen? Das ist die gute Frage. Wie kann ich das Wissen erlangen, wer das ist? Ja, und das ist genau der Punkt, darauf wollte ich eben mit diesem Vortrag aufmerksam machen, dass man sagt, ja, haha, da oben ist blau, ist ja schön, aber was heißt denn das? Jetzt erinnern wir uns zurück, naja, ich kann jetzt Thread deshalb vertrauen, weil ich vertraue, dass der Mozilla ein guter, sicherer Browser ist. Der vertraut Thread, weil, weiß ich nicht, weil die Firma Thread der Mozilla Foundation Geld dafür bezahlt oder weil die Firma Thread die Mozilla Foundation Einblick nehmen hat lassen in ihre internen Abläufe? Glaube ich kaum. Einspruch? Ja, man könnte nämlich irgendwann einmal auf ich kenne das Risiko bei irgendeiner unwichtigen Seite sich gedacht haben, das ist ja eh, ich kenne es ja eh, ist eh wurscht, da ist eh nichts Heikles, installiere mir auf diesem Weg ein Root-Zertifikat, sagt dem permanent Vertrauen, das Hacker ist ja defaultmäßig angehängt. Und dann, wenn ich auf eine andere Seite komme, wird es auch blau. Aber ja, das ich habe auf den Weg das Zertifikat hineinbekommen, das kann nicht. Genau. Ich glaube, das geht nicht. Geht nicht, nein. Wenn du nur ich kenne das Risiko anklickst, dann installierst du dir nur das Zertifikat für diese eine Website, nicht das Root-Zertifikat. Schauen wir nach. Okay, kann sein. Also, aber 100% kann ich es jetzt auch nicht wissen. Das ist wahr. Ich jetzt kenne. Gehen wir dann nochmal zurück. Weil das Root-Zertifikat haben wir schon, das brauchen wir nicht mehr. Eben, ja, das sollte. Ja, also in dem Fall brauchen wir das nicht. Aber was ich jetzt noch herzeigen wollte. Die Luga hat ein CA-Zert. CA-Zert habe ich schon drin, ja. Leider. Und die neueren Firefox-Versionen können ja keine Profile mehr oder nicht mehr. Irgendwie mit Hacks geht es, glaube ich, noch. Aber wollte eigentlich ein eigenes Profil anlegen, eben um das zeigen zu können. Aber ich zeige es jetzt anhand der. Wenn wir jetzt also noch einmal zurückrollen zum vorigen Beispiel. Also wenn dieser Sheriff kommt und man sagt, ich kenne das Risiko, dann habe ich die Möglichkeit, eine Ausnahme hinzuzufügen. Das heißt, im Allgemeinen vertraut der Browser ja nicht dieser Situation, aber ich kann eine Ausnahme hinzufügen und eben wunderbar, userfreundlich wird hier schon vorgeschlagen, die Ausnahme speichern wir dauerhaft, das ist super. Wenn das Problem nämlich nicht wäre, dass die Domain nicht stimmt, sondern wenn das Problem wäre, dass die Root-CA, also die ausgebende Stelle des Zertifikats, nicht vertrauenswürdig ist, und ich akzeptiere das hier, dann akzeptiere ich das eben nicht nur für diese Website. Ich glaube also, wobei... Ich habe schon recht, dass es dann nur für die Website ist. Aber ich brauche schon recht, die Webseite nicht mehr beim nächsten Mal. Ja, also bei der Webseite, genau. Also ich glaube schon. Ja.
Fakt ist, ja, was ich jetzt noch machen könnte, genau, jetzt kann man ja hergehen und sagen, okay, ich bin also auf einer Seite, ich kenne das, ich bin mir meines Risikos bewusst, ich bin bewusst, dass ich ein Risiko habe, ich möchte jetzt sicher auf eine sichere Weise damit umgehen, dann kann ich ja hergehen und sagen, gut, der Server zeigt mir ein Zertifikat. Wir haben ja gesagt, Zertifikate sind einfach nachprüfbar. Also, lieber Server, zeig mir dein Zertifikat. Ich kann es mir hier ansehen. Was ist der nächste Schritt, den ich machen muss? Ich schaue jetzt nach, aha, das ist ausgestellt für diese Domain von der Republik Österreich. Die EU ist kein Teil des Zertifikats. Ich habe eine Seriennummer des Zertifikats. Dann habe ich den Aussteller, ein Ablaufdatum, das wird eh nur lang sein. Und kann mir hier bei den Details dann auch noch irgendwo genau diesen Signaturwert anzeigen lassen. Da kann ich jetzt was machen. Und da sind wir jetzt schon bei diesem lustigen. Halt. Na, gut, geht nicht. Da sind wir bei diesem ASCII-Gibberish, also bei dieser Zahlenwurst. Das ist jetzt das Zertifikat. Und davon gibt es noch eine Abkürzung, diesen, das war vorher auch zu sehen, diesen SHA1-Wert. Also die Zertifikate sind relativ lang, in dem Fall 1024 Bit, also 128 Zeichen. Aber sie haben sogenannte Fingerabdrücke. Das sind einfach mathematisch relativ eindeutige Funktionen, die ihr so selten hier in dieser Wurst Kollisionen auslösen. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und sagen, gut, Aussteller des Zertifikats, bestätigst du mir das? Der Michi hat das jetzt gemacht, hat er mir gerade vorhin erzählt, bei der Sozialversicherungsanstalt. Er hat einmal dort angerufen und gefragt, ja, wie ist denn das? Ich würde jetzt gerne überprüfen, ob das, was mein Browser mir anzeigt, auch wirklich euer Serverzertifikat ist. Er hat dort einen Portier erwischt, der war dann so freundlich, ihn in die innere IT zu verbinden. Und der Herr dann war in der Lage, glaube ich, war nicht in der Lage, die Anfrage zu beantworten. Gut, also, ja. Ich an der Stelle eine kleine Zusatzinformation Informateure aus dem Landesverband Wien kennt, weil wir haben nämlich auch so ein Zertifikat für die Webseite für den Mitgliederbereich. Du kannst das leider hier nicht vorführen, weil du ein Root-CA hast, von einer Zertifizierungsstelle, der du schon vertraust, die CACAZ, ja. Das tun Funkamateure normalerweise noch nicht. Und da kommt jetzt in die Frage, wie können sie das machen? Also entweder zum Beispiel bei uns jemanden nach dem Fingerabdruck fragen, das wäre wahrscheinlich ich sein, das ich werde das herausgraben. Ja. Wahrscheinlich jetzt nach dem Vortrag, dass wir das zurechtlegen. Ja. Oder man kommt einfach im Club vorbei, ja, und lässt sich das Zertifikat von uns einfach auf einen Stick kopieren und kann sich dann auch installieren. Ich nehme an, das zeigst du noch. Ja. Das kann ich erzählen, wie man Zertifikate, wie man Root-CA installiert. Und auf die Art und Weise vertraut man natürlich jetzt nicht unbedingt dieser Root-CA mehr, aber nachdem wir dieser Root-CA vertrauen, ist halt sozusagen das Vertrauen ein Stückchen größer, dass man vielleicht auch vertrauen könnte. Ja? Also so. Ich würde gerne sehen, wie man so ein Root-Zertifikat entfernen kann. Ja, zeige ich dann gleich her. Ja, also so sieht die bittere Wahrheit aus. Das ist das einfache Nachprüfen eines digitalen Zertifikats. Die Vorgänge sind einfach. Ich muss ein Telefon bedienen können und ich muss fehlerfrei eine Zahlenbuchstabenkombination lesen können. Die Aufgabe ist, ich muss einen Gesprächspartner finden, der in der Lage ist, mit mir diese Aufgabe gemeinsam zu bewältigen. Das ist die Herausforderung. Also, und ich muss natürlich dem Telefonsystem so weit vertrauen, dass mein Partner, genau. Und wenn ich zum Beispiel so wie ich kein Post- und Telekom Austria Amtsnetztelefon mehr habe, ich telefoniere über Voice over IP, dann hänge ich wieder in der gleichen Falle mit dem DNS, weil dann sind auch meine Anrufe alle über einen korrumpierten DNS-Server in die Irre leitbar. Also wenn ich eine Telefonnummer wähle, das kann jeder, der den DNS-Server meines Internetproviders kontrolliert, kann meine Telefongespräche hinleiten, wo er will.
Also besser ist, man druckt sie das aus, geht zu dem Haus, auf dem der Bundesadler drauf ist und sagt, hey Haus, ich vertraue dir, Portier, ich vertraue dir, bitte vergleich mal doch. Und dann wird es sicher interessant. Ich bin wirklich gespannt, wenn jemand sowas macht, bitte mir berichten. Ich werde versuchen, das zu sammeln und zu veröffentlichen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde das jetzt auch ein bisschen machen. Ich werde ein bisschen den Ämter- und Behördenschreck herauskehren wieder in mir und werde einmal den Institutionen, denen ich so vertrauen muss, ein bisschen auf den Zahn fühlen und schauen. Ist recht, wenn du dann auch bloß eine mit deiner Bürgerkarte unterschrieben, das Dokument einzuschicken. Ja, das ist sicher auch eine massive Drohung, genau. Von der Bürgerkarte sehe ich persönlich noch aus mehreren Gründen ab, unter anderem deshalb, weil sie nicht von einer österreichischen CA zertifiziert ist. Nicht einmal sogar die Website der Bürgerkarte, mal schauen, ob das noch immer so ist. Ja, ich glaube, deswegen haben Sie die Phrase, die ich gerade aufkriege. Sogar die Website über die Bürgerkarte ist nämlich... Wer? Na, ist immer noch Fred. Ja, genau. Also das Bürgerkarte-AT. Fred vertraut. Ja, eben die Bürgerkarte. Also irgendeine war nämlich selbst signiert. Das war überhaupt genial. Ja, das ist auch vielleicht sollte man das auch schon mal So, ich habe hier noch nicht das Add-on, bewusst das Add-on noch nicht installiert, das mich auf die HTTPS-Seite umleitet. Deswegen muss ich das jetzt noch dazu tippen. Ja, Hauptsache ich kriege ein Flash-Filmchen, das ist ganz wichtig. Aha, na, die haben jetzt auch auf irgendwas Interessantes umgestellt. Ah ja, na jetzt haben sie es geschafft. Jetzt ist die E-Trust drinnen, jetzt haben sie ihr Zertifikat auf die E-Trust gelegt. Also, jetzt ist diese Hürde gefallen. Das heißt, ich überlege mir ernsthaft jetzt, mich mit dieser Bürgerkarte auseinanderzusetzen. Also jetzt ist sie da. Ich muss der E-Trust vertrauen, ja. Der E-Trust vertraue ich ungefähr genauso viel oder wenig wie den Ziegelsteinen, aus denen das Haus in der Ulmenstraße gebaut ist, wo ich meine Finanz-Online-Zugänge habe. Also dieses Problem werden wir hier ohnehin nicht lösen können. Ich kann ja nur Tipps und Hinweise, Anregungen geben, wie man das jetzt, wie man dem technisch ein bisschen auf den Zahn fühlen kann. Okay, also wir haben jetzt gesehen, wo wir mit Zertifikaten und diesen Dingen in Kontakt kommen. Wir haben gesehen, was passiert, wenn der Browser nicht vertraut. Jetzt schauen wir uns einmal an, warum vertraut der Browser überhaupt. Ich habe schon gesagt, es gibt also hier ein paar Zertifikate, die da eingestellt sind, also die mitgeliefert werden. In den Einstellungen von Firefox habe ich hier, ich habe es schon aufgeblättert, unter erweitert Verschlüsselung kann ich mir die Zertifikate anzeigen lassen. Und da habe ich jetzt, war es an zweiter Stelle, ist das nicht schön. Also da ist jetzt die E-Trust. Und da habe ich jetzt eine Liste von Zertifizierungsstellen, denen mein Browser vertraut. Wir sind bei E, wir sind bei G, das sind alphabetisch oder sind aber in der Mitte weg. Es sind mittlerweile mehr als 30 offensichtlich. Das sind so vertrauenswürdige Namen. Wells Fargo kenne ich aus meiner Kindheit, das war diese Postkutschenfirma beim Lucky Luke. Ne? Die werden sich hoffentlich weiterentwickelt haben. Aber mehr weiß ich nicht darüber. Und wenn irgendeine Postkutsche ein Zertifikat für irgendeinen Webservice ausgestellt hat, wird mein Browser dem vertrauen. Der ist auch gut, ja. Also das ist sehr gut. Münster, das war eine Bank in Amerika vor 20 Jahren. Es kann sein, dass das immer noch eine Bank ist. Ja, die haben sich sicher, also die waren, ja, ihre Banken haben, wie wir alle wissen, die Banken haben, sind sehr vertrauenswürdige Institutionen. Ich weiß nicht, ob es Ironie des Schicksals ist oder ein Wink. In einer Bank bis vor wenigen Jahren. Ja, gute Frage. Wie schaut es mit Griechischen? Also die meisten, mit denen man zu tun hat, wird sicher Thread sein und GoDaddy. Das sind die häufigsten und die Varys sein. Wo sind die?
Ja, bei V, genau. Also, gute Idee, ja. Ja, wer ist ein, weiß schon. Ich schaue jetzt nach, ob wir da irgendwas Griechisches finden. Andererseits muss ich sagen, naja, nur weil ein paar Kaffeesudleser in der globalen Finanzpolitik einem Land nicht mehr finanziell vertrauen, heißt das ja nicht, dass die Zertifizierungsstelle dort schlecht arbeitet. Das war also definitiv der Fall und die finden wir auch hier nicht mehr. Also DigiNotar ist rausgeflogen. DigiNotar ist ganz schnell rausgeflogen, nachdem dieser Einbruch bekannt wurde. DigiNotar ist nicht mehr drin. Moment, aber Sie haben ja nachgebessert. Die haben. Aber wenn du das Ding raus, wenn du reinschaust, Sie würden wahrscheinlich sehen, dass sie nicht mehr vertraut wird. Auf das Vertrauen arbeiten. Ja. Genau, also das Zertifikat ist noch drin, das kann jetzt jeder selber entscheiden, ob er denen vertraut. Weil bei irgendeiner anderen, wenn wir uns irgendeine andere anschauen. Da kann man also einstellen, wofür ich diesen Zertifikaten vertraue. Bei der DigiNotar ist nichts mehr drin, genau. Ich habe gesagt, dass die ist rausgeflogen. Oder? Wenn es nicht ist, fliegt die mit dem nächsten Update von dem Browser raus oder passiert da ganz im Hintergrund, was man nicht weiß? Man kann es nachlesen. Das Schöne ist, die Mozilla Foundation hat mit jeder neuen Release, gibt es natürlich Release Notes. Und ich kann mir, und das sollte ich auch tun, wenn ich eine neue Version des Browsers runterlade, mir die Release Notes durchlesen. Gerade wenn ich für solche Sachen sensibel bin. Und da steht dann schon drin, was sie da machen. Aber ich muss eine neue Release von dem Browser installieren, damit sich da was ändert. Oder selber machen. Ja. Ich kann ja hier auch DigiNotar wieder vertrauen. Der Jammer ist nämlich, DigiNotar ist nämlich deswegen nicht rausgeflogen, weil die das belgische, Belgien ist es, glaube ich, Holland, das holländische Äquivalent der Bürgerkarte mit diesen Zertifikaten funktioniert. Also die gesamten Amtswege, die Holländer machen, basieren auf diesen Root-Zertifikaten. Deswegen war es natürlich ein attraktives Angriffsziel für Cracker. Es war wahrscheinlich deswegen ein Angriffsziel, das glaube ich weniger. Es war einfach das schwächste Verfügbare oder das am leichtesten zu infiltrierende. Ich habe vor dem Vortrag schon mal kurz den Vergleich gebracht, wenn eine Gruppe von Menschen auf der Safari irgendwo mitten in der Wildnis liegen bleibt, der Jeep ist hin, es kommt ein Löwe, die Leute rennen weg, wie schnell muss man laufen, um zu überleben? Nicht schneller als der Löwe, nein. Schneller als der langsamste von denen, die mitlaufen. Der Löwe frisst nämlich nur den langsamsten. DigiNotar war halt einer unter den langsamsten. Ich denke, es hätte so den genauso die Komodo hat halt auch, wenn man das nachliest in der Literatur, waren es in beiden Fällen eigentlich Dinge, die nicht hätten passieren dürfen. Sie haben einfach schlampig gearbeitet, die beiden Zertifizierungsstellen. Umso tragischer natürlich, dass hier so viele drin sind, wo man nicht wirklich nachprüfen kann, wem man vertraut. Was man natürlich machen kann, ist, man kann mal alle ausschalten, die man nicht braucht. Das hat der Roland gemacht, weil er umsagt. Er hat alle ausgeschaltet und hat dann sehr oft diesen Browser-Sheriff gesehen und halt wieder Dinge aktivieren müssen. Aber irgendwann ist ja dann auch wieder Schluss. Also ich weiß nicht, wie viele. Ich habe dann nicht mehr gewusst, welche Wolken von vornherein aktiviert. Also, wie du vom Browser schon vertraut. Ja. Alle pauschal wieder einschalten ist natürlich eine schlechte Idee. Ja. Also deswegen Vorsicht, wenn man sowas tut. Wieder ein gutes Beispiel, warum es immer hilfreich ist, ein aktuelles Backup zu haben. Ja, ich habe ganz am Anfang der Folge gesagt, die Erfahrungen muss man machen. Die kann man nicht. Ja. Stimmt. So. Jetzt war die Frage, gut, ich habe jetzt eine. Schauen wir nach, ob ich das CAC hat, aber. Ja, mal die Webseite, die ist noch ohne. Ja, aber da komme ich ja nicht mit einem Zertifikat in Berührung. Oh ja, vielleicht zeigt er dann schon. VSV, ne? OEVSV. OEVSV. Ja. Kein Punicode. Auf OE1. Ja. Kenne ich ja schon aus. Ja. Dann der Group. Dann Mitglieder? Mitglieder, genau. Ja. So. Und da gibt es jetzt schon eine Beschreibung, wo ich deinen Vortrag schon ein bisschen
vorgegriffen habe, um zu erklären, warum jetzt der Sheriff eigentlich kommt. Mhm. Jetzt wollen wir schauen, ob der Sheriff kommt. Ah, leider kommt er nicht. Ich habe eben. Wenn man hier ist, dann passt schon. Ja? Genau. Verifiziert von CAZ Inc. Dann hole ich. Sheriff, und ich habe schon Mails bekommen, wo die Leute dann gesagt haben: Naja, da, die Seite ist ja nicht sicher. Ja? Mhm. Das sollte der Vortrag verbinden. Im Gegenteil, so eine Seite ist sogar sicherer, als wenn der Sheriff von Haus aus kommt. Wenn man sich Gedanken machen muss. Genau. Jetzt mache ich noch einen kurzen Exkurs, nachdem ihr das verwendet. Das ist schon mehrmals gefallen heute. CAZ, wer oder was ist das? Ich habe gesprochen über das Web of Trust, ich habe gesprochen über das Chain of Trust, die beiden Vertrauensmodelle. Vertrauen untereinander oder Vertrauen gegenüber einer höheren Macht. Und wenn sie nur drei Stück mehr hat, ist das Gebäude, in dem man gerade ist. CAZ ist jetzt was ganz Lustiges, das verbindet nämlich diese beiden Welten. CAZ ist ein, kommt aus Australien interessanterweise, ist ein Web of Trust Modell, das sind also Leute, die sich gegenseitig ihre Identität beweisen. Es ging auch um so eine, bei der Ausweisleistung mit dem amerikanischen Pass, das war keine CAZ-Geschichte. Also CAZ ist einfach ein Web of Trust, das sind Menschen, die einander kennen oder einander ihre Identität nachgewiesen haben. Und wenn man jedes Mal, wenn man es gibt Assurer bei CAZ, das sind Leute, die Identitäten bestätigen können. Und wenn ich von genügend Assurern eine Bestätigung meiner Identität habe, also wenn ich denen meinen Ausweis gezeigt habe und ein paar Formalitäten erledigt habe, dann kann ich Punkte sammeln und bei einer gewissen Punktezahl kann ich mir von CAZ Zertifikate, also da muss ich mich natürlich einloggen, kann ich mir von CAZ Zertifikate ausstellen lassen. Und wenn ich noch mehr Punkte sammle, dann kann ich selbst Assurer werden. Da muss ich einen Test bestehen, wo ich dann mit den Interna mich als kundigerweise. Also die Idee ist, es gibt hier ein Web of Trust, Leute, die einander vertrauen und die sich gegenseitig Zertifikate ausstellen. Damit man eben nicht zu irgendeiner von diesen großen Firmen gehen muss, mehrere hundert Euro pro Jahr abdrücken muss, nur dafür, dass die Firma mehr oder minder schlampig meine Identität bestätigt und auf der anderen Seite mehr oder minder schlampig den großen Browserherstellern ein Zertifikat hineindrückt. Und CAZ wird, also auch von meiner persönlichen Website, dort wo mein Webmail und so weiter läuft, alles über diese Schiene, über HTTPS natürlich, auch ich verwende CAZ-Zertifikate. Und daher ist es also sinnvoll, wenn man jetzt hinreichend Personen kennt, die das CAZ verwenden, denen man vertraut, mit denen könnte man sich mal abstimmen, was habt denn ihr für ein Zertifikat von CAZ, oder wie der Roland das vorhin gesagt hat, man kann also zu ihm kommen und wenn man ihm vertraut, dass er ein gültiges, richtiges Root-Zertifikat von CAZ aushändigt, dann kann man das von ihm mitnehmen und installieren. Wenn man implizit diesem schönen Logo und dieser schönen Website traut, dann kann man auch hier das Root-Zertifikat, danke, herunterladen. Da sieht man wieder die Fingerprints und ich kann dieses Zertifikat jetzt einfach in einem nicht ganz beliebigen, also in verschiedenen Formaten herunterladen, zum Beispiel im PEM-Format kann das der Firefox verwenden, ja, und da sagt er dann natürlich, das habe ich schon, geh weg da. Aber was ich da kriege, ist ein kleines Textfile, das ist ein paar Byte groß, da ist eben wieder so eine Buchstabensuppe drinnen. Und ich kann das entweder über eine Website herunterladen und den Browser installieren oder ich kann eben das von einem Datenträger öffnen. Ich kann sagen, im Firefox über den Einstellungen, dort wo wir die Sicherheitsgeschichten eingestellt haben, kann ich also sagen, bitte dieses Root-Zertifikat, dem vertraust du jetzt auch. Das ist ein kritischer Punkt. Das erste Mal, wenn man vertraut, hat man ja die Verbindung noch nicht gesichert. Das erste Mal ist es heikel, das über die Webseite zu laden. Und deswegen ist es gut, da eventuell auch einen anderen sicheren Weg zu wählen, um an dieses Zertifikat zu kommen. Ne? Genau. Es ist reizvoll, die Möglichkeit, über eine noch dazu ungesicherte Webverbindung das Zertifikat direkt runterzuladen. Aber es ist natürlich extrem riskant in Wahrheit.
Deswegen sollte man sich eben, wenn man das macht, wenn man sowas Web runterladet, dann sollte man sich den Fingerprint mal anschauen, zu anderen Leuten gehen, die auch mit CAC-Zertifikaten arbeiten und sagen, was ist denn für ein Fingerprint? Und wenn ihr dann je mehr Leute mir den Fingerprint bestätigen, desto eher kann ich davon ausgehen, dass ich das richtige Zertifikat habe. Also hier über die Firefox-Einstellungen bei Importieren kann ich dann aus meinem Dateisystem irgendwo eine... Habe ich da irgendwo, ja, ich habe es irgendwo auch rumliegen. Also ich kann dann eine Zertifikatsdatei da einfach importieren und dann scheint die da auch in meiner Zertifikatsliste auf. Also nicht bei den Zertifizierungsstellen. Gut, was ich jetzt noch herzeigen wollte, waren diese Add-ons. Da tut sich die Frage noch auf, wofür ist das PEM, das DIR und das Textformat? Weil das Schöne an Standards ist, dass es so viele davon gibt. Was nie mehr. Also, da steht es eh schon für die... Das ist klar. Für die breite Masse ist das da oben. Das PEM, ich weiß nicht, ob der Firefox ein DER oder ein Textzertifikat auch schluckt. Je nachdem, wofür ich es verwenden möchte. Also, wenn ich es in Firefox installieren möchte, bin ich mit dem PEM-Format auf der sicheren Seite. Das funktioniert ganz einfach. Wenn ich es für meinen Webserver einsetzen will, kann ich das PEM oder das Textformat verwenden. Das hängt vom Zweck ab, aber da kommt man schon wieder sehr tief in die technische Umsetzung. Aber danke für die Frage, das war natürlich ein guter Hinweis. Es gibt eben mehrere Formate. Ja, also das PEM, was die Abkürzungen heißen, weiß ich nicht. Nur bei Text weiß ich, bei den anderen weiß ich es jetzt nicht. Also das PEM funktioniert mit Firefox. Wenn wir schon bei den Teilfragen sind, da gibt es zwei Keys, Klasse 1 und Klasse 2. Ich frage mich nicht, ob es keine Klasse 2 gibt, aber was verändert die beiden voneinander? Die unterscheidet Folgendes, die stehen in dieser Trust-Chain hierarchisch untereinander. Also der Class 1 Key ist der hierarchisch höherstehendste. Das ist das sind die Kronjuwelen der CAC. Wenn der Key kompromittiert wird, fällt das ganze System um. Dieser Key ist nur auf wenigen Servern hinterlegt, auf Sicherheitsgründen, und daher... Ja, und mit diesem Key werden eben hierarchisch abgestuft andere Keys ausgestellt und signiert. Warum es keine Class 2 gibt, kann ich im Moment nicht beantworten, aber der Class 3 ist der, den Sie empfehlen zu verwenden. Der ist nämlich wesentlich weniger, er ist genauso leicht oder nicht leicht kompromittierbar, aber nachdem er sich auf den Class 1 Key bezieht, muss man es schaffen, den und den Class 1 Key zu kompromittieren, um das System zu Fall zu bringen oder um einen Client zu betrügen. Und der liegt auf wesentlich mehr Servern. Das heißt, es geht hier einfach darum, die Last auf den Servern, die Server müssen ja ein bisschen Rechenaufgaben da immer wieder erledigen. Wir haben es hier mit Mathematik, mit großen Zahlen zu tun, da wird schon dividiert, multipliziert und andere Geschichten gemacht. Also jede so eine Anfrage ist für den Server natürlich auch eine Belastung. Und den Class 1 Key sollte man eben für seine eigenen Zwecke nicht verwenden. Man kann ihn sehr wohl im Browser importieren. Aber wenn man ihn jetzt verwendet, um selbst sich, um seine eigenen Zertifikate damit signieren zu lassen, sollte man also diesen verwenden, weil der weiter verbreitet ist. Weil eine Kompromittierung des Klasse 3 Zertifikats nicht so gravierende Folgen hat wie die des Klasse 1. Also daher gibt es diese Abstufung. Das habe ich auch vorhin gesagt, wie dieses Chain of Trust Modell dargestellt habe, waren ja nur drei Instanzen da. Der vertrauenswürdige Dritte und die beiden Beteiligten. Zwischen denen liegen aber eben diese hierarchischen Ebenen, die ich dann immer als Subkontraktoren und Subkontraktoren bezeichnet habe. Das ist ein bisschen abgestufter, damit mehr Leute Geld verdienen können. Extensions, da wollte ich noch hin. Das ist etwas, wo ich gerne in den Source Code einsteigen würde und das ein bisschen ändern. Ich spreche manchmal von Add-ons und manchmal von Extensions und das ist eigentlich dasselbe. Das ist ein bisschen verwirrend. Also Firefox Extensions und Firefox Add-ons sind das Nämliche. Wenn ich jetzt dahergehe und nach SSL, Secure Socket Layer, haben wir schon gesagt, suche, also Extensions, die sich mit diesen gesicherten, verschlüsselten Verbindungen befassen, dann sehe ich da schon einmal das Calomel, das werden wir gleich mal installieren. Das ist also eine, ja, da kommt ja wieder eine Vertrauensgeschichte. Genau.
Also das ist eine Erweiterung, die eben diese SSL-Zertifikate klassifizieren kann, sehr schön visuell, wir werden es dann sehen, was sich ändert, wenn wir das aktivieren. Ich installiere hier natürlich sicherheitsrelevante Software über das Web, das heißt, ich muss auch hier wieder einen gewissen Vertrauensvorschuss den Quellen geben. Vielleicht können wir auch hier eine Initiative starten, um eine CD zu brennen, wo wir eben sowas verbreitet haben. Es wird dann mit der Versionierung schwierig, weil manche von diesen, also seit der Firefox alle 6 Wochen eine neue Major Release rausbringt, ist das dann irgendwie schwierig mit diesen CDs. Aber jetzt wird mich der Firefox aber eh, wird er nicht. Normalerweise sagt er eigentlich immer, dass er jetzt was will. So, ich will noch 2 weitere. Einrichten, von denen ich vorhin erzählt habe, nämlich das Zertpatrol und das HTTPS Anywhere. Und dann schauen wir uns an, wie sich das Browserverhalten verändert hat. Da, die Mozilla Corporation hat bei sich selbst Geld eingeworfen und hat den grünen Balken. So, da. Wo sind wir denn? Oh Gott, kann er. Ja, nein, ich mache das gleich anders. Nachdem ich ja weiß, dass das Ding Zertpatrol heißt. Ich nehme an, da kann man an der Stelle sagen, dass du die Folie auf der Blogger-Webseite veröffentlicht. Ja, da stehen die Namen da. Genau, da stehen die Namen da. Certificate Patrol, das ist es. Das zeigt dann nämlich sehr schön diese Vertrauenskette auch an. Von welchen. Ja, hier. Also das andere Zertifikat, das Calomel ist offensichtlich, steht in einem, der Autor steht in einem hohen Vertrauensverhältnis zur Mozilla Foundation. Dieser Autor nicht. Hier warnt mich der Mozilla. Achtung, Achtung. Der Autor ist nicht verifiziert von diesem Add-on. Ich habe aber keine schlechten Erfahrungen soweit damit gemacht. Deswegen installieren wir es trotzdem. Null wird installiert, ist gut, ja. Und eins will ich noch. Nämlich das HTTPS Anywhere oder Everywhere. Wie heißt das Ding? Schauen wir mal. Ja, das ist nicht wahnsinnig übersichtlich da. Ja, ich werde die einschränken. Ja, ich kenne es halt nicht, wie es arbeitet. Ich ja, na, das heißt mal so ähnlich. So. Jetzt ist mal wurscht, jetzt nehmen wir den HTTPS-Finder, der behauptet, dass er das Gleiche macht. Ich lerne gerne dazu. Ich lerne gerne dazu, ich bin neugierig. Schau mal, was der Kevin Jacobs da dazu sagt. Dem vertraue ich jetzt auch. Dem vertraut keiner. Das heißt schon HTTPS Everywhere. Allows editing for HTTP Everywhere Rules. Gut, jetzt starten wir den neuen. Den Browser. Diesmal spielen wir keine Musik. So, jawohl. Okay,
sagst da, welches Add-on macht der F430 links unten hin? Ah, Show IP, das da. Das ist auch ein sehr nettes. Ja, also da unten steht, da steht die IP-Adresse des Servers, mit dem ich verbunden bin. Das ist auch ein nettes Gadget. Das heißt Show IP. Und ein weiteres habe ich auch noch ganz gerne in Verwendung. Das ist das NoScript, ja, das sieht man da oben. Das baut da auch. Und da unten, ich habe aber noch eins in Verwendung. Das habe ich jetzt aber nicht aktiviert. Das ist der HTTP-Fox. Der kann im Hintergrund mitschneiden, was da jetzt wirklich an Verbindungsdaten ausgetauscht wird. Man kann den ganzen Verkehr verfolgen, nämlich auch verschlüsselten, weil er nämlich im Browser arbeitet. Das wird also HTTPS wird entschlüsselt. Und auf die Weise bin ich neulich drauf gekommen, dass eins von meinen Add-ons ständig nach Hause telefoniert. Auf jeder neuen Website, die ich besuche, schickt einmal eine Anfrage nach Hause und schickt den ganzen Haufen von meinen Daten hin. Das habe ich ihnen dann abgestimmt. Das ist der Ant Video Downloader. Das ist so ein Flash-Video-Abspeicher-Ding. Das ruft also ständig nach Hause. Ja, jetzt haben wir da oben ein neues Symbol. Das ist dieses Calomel. Das ist da jetzt gülden oder yellow, das ist also secure. Und zeigt mir also, wer den URL, die Verschlüsselungsgeschichte, für wen das ausgestellt ist, das Zertifikat und von wem es ausgestellt ist. Also das ist schon eine etwas übersichtlichere, angenehmere Information als das, was ich hier kriege. Es steht immer einfach mehr an Details drin. Da müsste ich ein paar Klicks mehr machen, muss zum Zertifikat anzeigen gehen und so. Das sehe ich da so auf einen Blick. Außerdem gibt es eben über die Farbe eine Bewertung und da wollen wir gleich mal schauen. Ja, das ist zum Beispiel blau, das hat also einen Trust von 88%. Wie diese Bewertung zustande kommt, muss ich jetzt schuldig bleiben, die Antwort. Aber das kann man also der Doku sicher entnehmen. Was man so hier sehr schön sieht, ist, dass man eben auf einen Klick sofort diese erweiterten Informationen sieht, die man sich sonst zusammen glauben muss auf mehreren Seiten. Deswegen verwende ich das ganz gern. Und eben über die Farbe sieht man sehr schnell deutlicher als dieses Blau und Grün, was da los ist. Und wenn ich jetzt zu... Schauen wir mal, ob das funktioniert schon. Wenn ich jetzt also in Social Media einsteigen will, dann sollte... Ja, ich habe also keinen HTTPS-URL eingegeben. Ich habe nur www.crossing.com eingegeben und das Ding hat mich, das HTTPS Find hat mich sofort auf den verschlüsselten Service umgeleitet. Also das ist auch eine sehr angenehme Sache. Was ich jetzt nicht herzeigen kann, ja, das kommt auch und sagt, es hat also HTTPS erzwungen, ob ich das so haben will oder nicht. Und dann kann ich es da speichern oder nicht speichern, denn das kann auch in die Hosen gehen. Was schreibe ich denn da für einen Unfug? So, wenn ich da nämlich hergehe, dann kommt das Ding, da hat man es gesehen, kurz war meine Website zu sehen und dann springt das Ding auf den SSL-Server um, den es auch gibt, aber der eben meine Website nicht anzeigt, sondern ein leeres Document-Root. Und hier sage ich dann also, nö, bitte, das will ich nicht haben. Und gehe dann wieder zurück und komme dann eben völlig unbehelligt auf die nicht SSL-verschlüsselte Seite. Was ich leider nicht herzeigen kann, ist das Certificate Patrol. Man hat es auch groß gesehen, es ist dann nur vom HTTP Everywhere überschrieben. Ja, es kommt einmal kurz dazwischen, ja. Jedes Mal, im Prinzip. Ja, dann schalten wir das HTTPS Everywhere mal aus, den HTTPS Finder. Da. Schwupp, weg mit dir. Und holen wir uns, keine Ahnung, ob die das können. Achso, nee, jetzt wäre ich ja nicht umgeleitet.
ohne SSL kein Zertifikat, ohne Zertifikat. So, da kommt das Zertpatrol, genau. Das Zertpatrol sagt also, das Zertifikat kennt er eh. Es ist, das finde ich sehr nett, anscheinend. Ja? Das ist wirklich korrekt. Das System weiß es ja nicht. Anscheinend ist es okay, jetzt ist es wieder weg. Und es sagt mir auch dann, wenn ich erneut diese Seite aufrufe und es ändert sich am Zertifikat, was dann warnt mich das auch. Aufgefallen ist mir das bei ich weiß nicht mehr, ob es Google war oder ob es YouTube war, eines von den beiden, ich glaube Google selber, wechselt relativ häufig das Zertifikat und dann sagt das Zertpatrol, das Zertifikat hat sich geändert, obwohl das alte noch urlang gültig gewesen wäre. Bei diesen Zertifikaten haben wir es vorher gesehen, die Finanz Online ist bis 2012 jetzt und irgendein anderes war bis 2015 gültig. Also es sind ein paar Jahre, 3 bis 5 Jahre üblicherweise. Und solange sind die dann normalerweise auch in Verwendung, diese Zertifikate, weil es ist doch ein bisschen Aufwand, das zu ändern und nachzurüsten mit den neuen Zertifikaten. Und da ist es dann ganz praktisch, wenn dieses Zertpatrol herkommt und sagt, haha, Moment, ja, ich habe da eine Seite, die hat gerade ihr Zertifikat gewechselt, obwohl das alte noch 2,5 Jahre gegolten hätte. Und wenn die das öfter macht, dann ist da wohl irgendwas los. Möglicherweise bin ich zum Beispiel auf einem Phishing-Server, also auf einem Rechner, der vorgibt, mein Bankrechner zu sein, gelandet, der halt mit einem DigiNotar oder sonstigen grundsätzlich vertrauenswürdigen Root-Zertifikat auf unehrenwerte Weise signiert worden ist, verbunden. Also dafür ist dieses Zertpatrol ganz gut. Das sagt dann sofort oben in dieser Leiste, hoppla, da stimmt was nicht, da hat sich was geändert. Gut, ich glaube, ich bin mit meinen Ausführungen soweit am Ende. Ja, und würde mich jetzt über Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden freuen. Gibt es noch irgendwelche Ergänzungen? Oder? Wie schütze ich mich davor, dass ich dadurch, dass ich genau diese Add-ons installiert habe, noch eindeutiger identifizierbar bin? Ja. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe das neulich in einem Vortrag über IPv6 angerissen, das Thema. Unsere lieben Webbrowser sind so freundlich und erzählen den Webservern, mit denen sie sich verbinden, alles Mögliche. Einiges davon kann man mit diesem NoScript ausschalten, einiges davon kann man mit den Browser-Einstellungen ausschalten, aber was der Browser aus irgendwelchen Gründen immer mitliefert, ist seine Version, sein Bilddatum. Das ist jetzt nicht mehr so schlimm, nachdem das so oft wechselt. Aber es ist auch eine Liste der installierten Add-ons. Und es gibt eine Untersuchung, dass diese Daten, also dass es überhaupt nicht notwendig ist, jemanden zu folgen. Es geht jetzt um die Privatsphäre, um den Schutz der Privatsphäre im Web. Also wenn eine Firma jemanden verfolgen möchte, wenn er wissen möchte, wer daherkommt, von einem Browser, war der schon mal da, dann muss ich nicht nachverfolgen, wem gehört jetzt im Augenblick diese IP-Adresse. Ich muss ihm nicht einmal mehr unbedingt irgendeinen Cookie aufs Auge drücken, weil das viele schon abdrehen, sondern die Liste der installierten Add-ons und ihrer Versionen gemeinsam mit der Browser-Version ist Zeitzonen zum Beispiel auch und Zeitzonen und ähnlichen Einstellungen ist also hinreichend genau, um jemanden zu identifizieren. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was der Firefox macht, wenn ich ihn wie heißt der Modus? Vertraulich, anonym? Das können wir uns anschauen, ja genau. Na, dann schauen wir nach. Privater Modus, ja, der HTTP-Fox ist eh da. Dann schauen wir mal nach, was der Firefox da so sagt. Wenn ich jetzt bei Facebook, kann ich mich nicht anmelden, weil da bin ich nicht daheim. Ist ja ganz egal. Ich habe gesagt, Smaker.at, also sie sicher auch so Daten sammeln. Genau, das ist ein ganz übler Dienst. den Besucher der Website hat er identifiziert, ja. So, also gut, bei Google ist wieder irgendein lustiges Fest im Gange.
Okay, da sehen wir, was der Browser gesendet hat. Und hier unten, jetzt machen wir da mal ein eigenes Fensterchen draus. Das ist ein Netbook, das ist keine Rakete. So, da, stopp, braucht er jetzt nicht mehr hinten herladen. Und jetzt schauen wir da mal rein, das ist das erste Paket in der Liste. Und was haben wir da alles gesendet? Except Language, Except Charset schaut auch gut aus. Ja, das sind also einige Geschichten. Diese Teile, ja, da sind wir der User Agent. Hopp. Da ist das Betriebssystem drin, da ist die Architektur drin. Also ich habe noch keinen 64-Bit-Rechner, sieht man da. Ich bin ein Armutsgürtel mit einem Atom-Prozessor. Das erkennt man daran nicht, aber so, kriege ich das genauer? Ja, also Firefox 8.0.1, das war's aber. So, dann haben wir, da steht drin, was mein Browser alles akzeptiert, das wird relativ generisch sein. Aber die Languages in der Reihenfolge zum Beispiel, ne? Wie ich die setze, das kann ich ja individuell einstellen, welche Sprachen und in welcher Reihenfolge ich die haben das möchte. Die Default vom Deutschen sein könnte, nehme ich an, oder? Nein. Ah. Nein, weil ich ENUS bevorzuge. Das ist meine Einstellung. Die meisten Leute haben dann Default, ja. Aber manche geben da halt etwas mehr Informationen preis als andere. Ne? So, aber wo ist jetzt die Liste? Die kommt hier nicht. Ich glaube, die gibt es nicht im normalen Header. Die kommt offenbar. Ich hätte eine Website anzubieten, das ist die von der EFF, von der Electronic Frontier Farm. Ja. Die heißt EFF.org. Also. Ja, also das wäre Panopti. Klick. Moment. Mit oder wenn du eingibst. Start drücken ist eine gute Idee. So, in Google. Kennst du auch Pano. Panoptik. Ja. L-I-C-K. Das da. Geil. Genau. Genau, das erste. Mhm. Genau, hier und Configuration dann, Rare and Unique, ja. Genau, und hier gibt es ein bisschen darunter den Test. Und die Auswertung davon schockiert. Sollte schockieren. Schauen wir mal. Ich habe dir nichts angezeigt. Ob uns noch was schrecken kann heute. Ich habe es mit dem draufgekriegt. Kann natürlich sein, dass das NoScript da jetzt reinhaut. Hat das auch gleich schon sicher reingepasst? Nee. Deswegen sind schöne Listen. Schalte ich doch nie auf. Ich glaube, das NoScript pusht da ziemlich rein. Das ist gut, ne? Gutes Ende. Mhm. Das NoScript ist ein Tool, das für die, die es noch nicht kennen, das NoScript ist ein Tool, das im Wesentlichen die Benutzung von JavaScript einschränkt. Das also verhindert, dass das JavaScript extensiv kreuz und quer benutzt wird. Es geht aber viel dazu sagen, und das muss schon, das ist schwer zu zählen. Ja. Die Auswertung ist so, Moment, da gibt es irgendwer. Ich habe ein Ergebnis bekommen. Ah ja. Na bitte. Das sind die Browser-Plugin-Details. So, ja. Also da sieht man schon die installierten Systemschriften. Und diese Liste hier mit den installierten Plugins, mit Versionen und all dem Drum und Dran, die ist schon ziemlich, ziemlich ausführlich. Es wird sich natürlich bei einer Standardinstallation, wenn ich jetzt meine Lieblings-Linux-Distribution installiere, also reinlege, installiere und dann lossurfe, wird sich da nicht viel tun. Aber in dem Moment, wo man halt dann irgendwann einmal doch dieses oder jenes Plugin installiert und ich weiß nicht, wie lange ich schon das Adobe PDF-Plugin nicht aktualisiert habe und wie lange ich Flash und sonst was nicht mehr aktualisiert habe, also die sind ja dann in irgendwelchen Versionen drauf, die stehen dann da wunderbar in dieser Liste, also das ist Java Applet 1.4.2 und was haben wir da, ja, whatever, ja. Totem 2.32.0, das kommt vom Betriebssystem, das ist ein Videoplayer, also da gibt's hinreichend subtile Unterschiede, um dann einen Fingerabdruck zu machen. Also danke für den Hinweis auf die Seite, die ist natürlich... Ach, diese Information ist ja auch.
Als Webseitenbetreiber, das kann man den Browser irgendwie fragen. Ich hoffe, dass das die EFF da auch angibt. JavaScript aktiviert für die Seite? Nein, da war ich noch nicht fertig mit dem NoScript herumhacken. Was ich mache, ich vertraue der Second-Level-Domain im JavaScript global bei meinen NoScript-Einstellungen. Weil eben, wenn man dieses NoScript sehr restriktiv einstellt, dann funktionieren auf einmal keine Websites mehr. Das Schöne ist, man kriegt auch keine Werbung. Also wird keine Werbung angezeigt. Also ich kann kaum. Naja. Also ich sehe das nicht so schlimm. Ich gehöre auch zu den schlimmen Fingern, die das grundsätzlich ausschalten und dann halt für das Finanzonline und so wieder einschalten, aber für Google Analytics nicht. Und da sieht man nämlich erst, was wir alle bei Google bringen. Ja. Das ist ja auch so praktisch. Wie viel du freigeben musst, damit du... Und welche Webseite im Hintergrund welche anderen alle verwenden, das kann man quasi pro Domain extra freigeben. Ob es viel hilft gegen Google, weiß ich nicht, oder wie viel. Wir können dann eh schauen, wir können auf irgendein typisches Zeitungswebseite da schauen, da ist die OEAW-Box und alle möglichen drin. So, wir waren auf Pan, op. Zack, Yippie. Yes, yes. Offensichtlich glaube ich, das nicht, weil oben beim S ist das sachverhaltlich, ist das weg, oder? Ja, das JavaScript ist einfach von der Domain. Ich akzeptiere immer die Second Level Domain des aktuellen Bereichs. Aber die Frage war ja, du hast es für EFF.org erlaubt und damit ist es auch für Nein. In meinen Einstellungen habe ich die Second Level. Also ja, jetzt wären wir extrem technisch. EFF.org erlaubt. Nicht manuell. Ja, irgendwann einmal hast du es erlaubt, weil ich es kommt erlaubt. Nein, es gibt eine Einstellung. Es gibt beim NoScript eine Einstellung. Ich kann dem NoScript sagen, wie weit es vertrauen soll. Das weiß ich schon, aber wie auch immer du das gemacht hast, du hast EFF. Ich vertraue, ich erlaube. Das steht da. Da, ich erlaube Second Level Domain. Ja, ja. Also solange die Second Level Domain gleich ist. Es geht ja darum, du hast EFF erlaubt. Nein, wenn ich auf einer anderen Domain ein JavaScript von EFF.org nachladen würde, würde es blockiert. Ich vertraue der gleichen, ich erlaube die Second-Level-Domain. Das heißt, wenn ich auf einer EFF.org-Seite bin, dann dürfen alle JavaScripts nachgeladen werden, die auch von EFF.org sind. Ah, nein, okay, du hast das erste, das ist interessant, hier das aktuelle. Temporär. Ja, temporär, genau. Das ist der Punkt. Weil Second-Level-Domains erlauben, gibt es nämlich noch einmal. Und da hast du auch nur so da, von dort, wo ja, ich alle bin. Da könnte ich, genau. Aber da heißt es auch... Dann muss ich noch einmal extra machen. Und ich hoffe, genau. Dass ich das extra tun okay. Implizit. Ja. Also ich vertraue immer der aktuellen Second-Level-Domain, auf der ich gerade bin. Ja. Die JavaScripts dürfen nachgeladen werden. Ja, so, das ist ein guter Kompromiss für mich persönlich. Zwischen Usability und Privatsphäre. Okay, aber jedenfalls erlaubst du sozusagen für die Website, wo du gerade bist, JavaScript. Ja, und das schon. Damit funktioniert es. Das ist genau, also ja, richtig. Also da, ich bin eine One in a Million beinahe, die den gleichen Fingerprint haben. Das kannst du doch dreimal machen und dann bist du schon nicht mehr nachzuvollziehen, weil ich bin schon Dann schauen wir jetzt noch auf, sagt mir irgendeine blöde Tageszeitung. Ich weiß gar nicht, ob die einen Webauftritt haben, aber offensichtlich haben wir. Eben um diese ganzen Tracker zu verkaufen. Also wenn man da jetzt nämlich nachschaut, wer da aller mitnascht, da kommt jetzt schon das Stoppzeichen beim NoScript. So, also das will den Google Analytics. Wo ist denn die ÖAW-Box? Interessant. Ah, die sind ja nicht bei der österreichischen Anzeigenkontrolle, genau. Haha. Ah doch, kommen. Kommt ja alles mit der Zeit. Ja, also, diese Seiten würden alle irgendwelche JavaScripts jetzt bei mir ausführen wollen, lassen dürfen, wie auch immer, damit ich eine bessere
weil sie sichtbar schaffen. User Experience. User Experience, danke. auf dieser Seite. Ja. Und ich bin überzeugt, wenn ich die alle erlaubte, würde die Seite, in dem Fall wird sie wahrscheinlich nicht viel anders ausschauen, aber es wären eventuell das eine oder andere Werbebanner mehr und sie würde wahrscheinlich deutlich langsamer laden, weil da natürlich alle möglichen Sachen hinten dran passieren. Okay, genug der Werbung. So was Ähnliches auch für fremde Bilder und so weiter, weil die haben jetzt nur den JavaScript Das, ja, der NoScript kann viel. Also, ja, der NoScript kann sehr viel über JavaScript hinaus. Ja. Es hat, glaube ich, nämlich auch eine Domain-Blacklist generell. Also man kann, glaube ich, auch. Und es gibt das AB, wie heißt das? Adblock Plus heißt, das hat eine zentral gepflegte schwarze Liste von Anzeigendomains. Ja, es geht jetzt gar nicht. Also AdServe.com und so weiter. Gut, das ergibt sich dann eher automatisch, aber auch 10 Bits oder Facebook-Icon oder was von Facebook geladen wird. Ja. Dann habe ich noch kein JavaScript auf dem Rechner. Stimmt, ja, also diese Webbugs, diese kleinen unauffälligen Dinger, die von irgendwo anders daherkommen. Ja, die werden sie weiter verbreiten, weil solche werden sich weiter verbreiten, wenn die Leute das JavaScript alles abdrehen. Irgendwie will man ja wissen, wer und wo und was. Ja, aber über einen Webbug kriege ich wesentlich weniger Informationen als über JavaScript. Aber ich kriege immerhin was. Ja. Aber dasselbe geht auch über CSS, wenn man wirklich kreativ sein kann. Ja, also zum Thema Privatsphäre und so, da kann man sich jetzt natürlich ganz, ganz, ganz lang und tief unterhalten. Sprengt aber an sich den Rahmen dessen, was wir ursprünglich uns vorgenommen haben, zeitmäßig habe ich schon höllisch überzogen. Ja, gibt es sonst noch irgendwie zum Thema Sicherheit, Vertrauen im Web, Fragen, Anregungen, Einwürfe? Schade, dass der Lars heute nicht da ist. Der hat mir nämlich neulich mal was erklärt von einem Alternativmodell, eben ein wirkliches Web of Trust-Modell zu diesen ganzen CA-Geschichten und so weiter, das sich da im Aufbau befindet. Ich habe mir weder gemerkt, wie es heißt, noch habe ich voll inhaltlich verstanden, wie es funktioniert. Aber bitte. Was sagst du, wenn der sagt, ich will aber meinen Internet Explorer benutzen, weil ich habe einen Computerführerschein gemacht? Was kann ich jemandem sagen, dass ich einen Hammer kaufe? Keinen Hammer, sondern... Jeder Mensch ist frei in seinen Entscheidungen und muss sein eigenes Risikolevel selbst bewerten. So was in der Art dann? Ich weiß nicht. Für meine bevorzugte Betriebssystemplattform gibt es den Internet Explorer nicht, daher habe ich keine Erfahrung mit diesem Browser. Keine, die hinreichend jung wäre. Ich weiß nicht, ob es solche Add-ons, ob es eine Add-on-Schnittstelle im IE gibt oder ob er ähnliche Dinge kann. Gut, gibt's. Frage mich, ob es die Add-ons machen. Das ist eine interessante Frage, ja. Wie schaut es beim Chrome aus? Weiß ich nicht. Chrome verwende ich auch nicht. Also Opera, Chrome sind mir wohl bekannt, aber nicht aktiv in Verwendung. Also beim Chrome. Ja, schlecht, was schon nachdem das von Google kommt. Eben, Chrome gehört ja auch einem der Zentralisierer. Um neuer zu verbrennen. Ja. Es gibt auch eine Plugin-Schnittstelle beim Chrome, was ich sehr gerne. Mhm. Wie viele Plugins und vor allem was für welche? Ich habe auch keine Ahnung, was du immer anschaust. Chromium, die freie Variante von Chrome, ja. Die Frage ist halt einfach, was es da vorrätig gibt. Also, okay, also für die Privatsphäre ist schon mal einiges getan. Ja. Einfach nur irgendwo draufklicken, gibt Vertrauen nicht automatisch. Es
Es ist wesentlich einfacher, wenn ich neben meine Hauseingangstür einen Haken in die Wand schraube und meinen Wohnungsschlüssel dort jedes Mal, wenn ich gehe, hinhänge, weil dann kann ich ihn unterwegs nicht verlieren. Sicher ist es halt nicht. Ja, es ist nicht, Vertrauen ist ja nicht nur im Bett kompliziert. Vertrauen, wirkliches Vertrauen ist auch im Alltag kompliziert. Nur macht man sich das oft nicht bewusst. Ja. Und das, glaube ich, war auch einer der Hintergründe, das ein bisschen zu durchleuchten, dass man sich immer auch davon leiten lassen sollte, nach wie ist ein Vertrauen im Alltag eigentlich strukturiert. Und bitte schön, nicht nur auf das Technische, das ist auch noch ein Anliegen, ja, auch im Bett, nicht nur immer auf die technischen Hilfsmittel vertrauen, ja, sondern wenn man E-Mail-Verkehr hat, ja, dann entsteht natürlich aus einer Kontinuität, einer gewissen Kommunikation auch ein gewisses Vertrauen in den Inhalt einer E-Mail, ohne dass da eine Unterschrift drauf ist. Ich meine, da wird man das auch nachvollziehen oder bestätigen, ja, dass das sehr wohl so ist, dass man eine gewisse Ausdrucksweise auch in einer E-Mail sehen kann, wenn man einen länger andauernden Verkehr hat, ohne noch, dass es unterschrieben ist. Das ist dieses implizite Vertrauen zwischen Personen, das sich auf positiven Erfahrungen und über Zeit aufbaut. Ja, genau. Es geht ums Bewusstsein bilden, und dass es in der freien Softwarewelt Hilfsmittel gibt, die man einsetzen kann, um sozusagen ein bisschen hinter die Kulissen aufzuschauen. Ja. Also nicht einfach nur einer Marke vertrauen zu müssen, sondern auch die Möglichkeit zu haben, genau, ich kann mir ja zu diesem Browser, den ich da einsetze, den Source Code runterladen und kann dann nachschauen, wie der das wirklich macht, wenn ich das verstehe. Und wenn ich es nicht verstehe, kann ich jemanden anderen bitten, dem ich vertraue, der das macht. Und da wollte ich auch noch was dazu sagen, genau, danke für den Hinweis. Das Web ist eine relativ junge Kulturtechnik. Sicherheitstüren, Airbags, weiß ich nicht, Scheibenbremsen, das sind auch Sicherheitstechnologien, die sind aber schon länger hier und etabliert, mit denen kennen wir uns schon aus. Niemand trägt mehr sein Geld in einer dicken Rolle in der Brusttasche eingesteckt spazieren. Wir haben bargeldlosen Zahlungsverkehr, wir haben Brieftaschen, die man irgendwo unauffällig versteckt. Das sind Kulturtechniken, die haben sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt. Wenn wir uns vor Augen führen, wie alt das Internet ist, und wie alt das World Wide Web ist. Das Internet ist heuer 42 geworden. 42 ist wieder mal eine schöne Zahl. Also das ist gerade einmal so in der Midlife Crisis. Und das World Wide Web ist 20. Das kommt gerade aus der Pubertät. Und aus diesen ganzen Web 2.0-Dingern sieht man, wie stark das Web pubertiert. Hier ist einfach historisch, da komme ich wieder auf meinen soziokulturellen Zugang, zu wenig Zeit vergangen bis jetzt, dass wir uns als Gesellschaft damit auseinandergesetzt haben, wie wir damit umgehen und wie wir dem vertrauen. Daher ist ja dieser Impact, diese Auswirkung von Social Media so rasant und immens, weil einfach genutzt wird, es ist neu, es ist toll, alle machen mit, aber es hat keiner wirklich sich überlegt, was er da eigentlich macht, oder ganz wenige überlegen sich das. Das ist eben eine Kulturtechnik auch, die wir erst erlernen müssen. Wir haben dieses Medium seit 20 Jahren. Weit verbreitet, würde ich sagen, ist es erst seit 10 Jahren, seit es Google gibt. Und das muss sich eben, wir müssen uns langsam daran gewöhnen. Das war ja auch ein Ziel dieser Veranstaltung hier, um aufzuzeigen, wie man sich ohne jetzt den ganzen mathematischen Voodoo und den technischen Hintergrund wirklich im Detail zu verstehen, mit relativ einfachen Mitteln. Und ich glaube, ich hoffe, es war nachvollziehbar, wie man jetzt diese Add-ons bekommt, worauf man achten kann, achten muss. Wie man also hier einfach sich selbst ein Bild machen kann, womit gehe ich denn da um? Und genauso wie ich, wie gesagt, nicht jeden freistehenden Bankomaten in einer Shopping Mall automatisch verwende und wenn ich dringend Geld brauche, dann einen falschen PIN-Code eingebe. Das ist mein Zugang zu dieser Kulturtechnik. Hoffe ich, dass man eben auch hier ein bisschen erreicht, dass wir alle gemeinsam ein bisschen mehr aufpassen, was wir im Web so treiben. Und im Zweifelsfall eben immer digital signierte, verschlüsselte Verbindungen verwenden. Auch wenn ich keine Passwörter von mir weitergebe, ist es ja trotzdem so, dass wenn ich einen HTTPS-Service benutze, dass ich meinen Browser kontrollieren kann, ob der Server, mit dem ich spreche, der gleiche ist. Es geht ja nicht nur um Vertraulichkeit, es geht ja auch um, wie wir es am Anfang gesehen haben, Identität und Authentizität.
Und wenn ich jetzt irgendwelche Informationen vom Finanzamt über die aktuellen Steuergesetze haben will, dann will ich auch, dass die authentisch sind und dass die wirklich vom Finanzamt kommen. Und wenn irgendein Spaßvogel was unterjubeln, sie dann nachher freut, wenn mich der Herr Finanzbeamte hops nimmt und sagt, ja, du bist der nächste Meischi. So viel schaffe ich wahrscheinlich nicht auf die Seite zu schaffen, da muss ich mich ein bisschen anstrengen, aber also es ist auch wenn man jetzt von sich selbst keine sensiblen Daten preisgibt, doch auch oft interessant, dass ich sicherstelle, mit wem ich auch kommuniziere. Und das ist, wie ich an dem DNS-Beispiel gezeigt habe in der Folie, wie das mit dem Webaufruf funktioniert, das ist die Achillesferse im Internet. Also das DNS, das ist lange Zeit massiv unterschätzt worden und es gibt mittlerweile wunderbare Malware, glaube ich, habe es jetzt im CT-Magazin oder so, war jetzt irgendwann ein Artikel wieder, gibt gezielt Computerviren, die DNS-Auflösung beim Client umbiegen, damit der Client, also jedes Mal, wenn er einen DNS-Server fragt, nicht eben den eigentlichen fragt, sondern den des Autors, der Software, damit der dann die Verbindungen umbiegen kann. Und das alles wird wesentlich erschwert, wenn ich zumindest SSL-verschlüsselte, also gesicherte Verbindungen nehme, weil dann sehe ich, jetzt leitet mich zwar das DNS auf irgendeine andere IP-Adresse, kriege ich vielleicht plötzlich mit meiner Bank keine HTTPS-Verbindung mehr zusammen, dann müsste ich mir mal schon schwer wundern, oder B, sagt mir das Zertpatrol oder überhaupt der Browser selber, na, diese HTTPS-Verbindung ist zwar an sich technisch gültig, aber du willst dazu Heinzi Huber Bank, nur das Zertifikat kommt von der HackMe Bank. Das passt nicht zusammen. Also auch auf dieser Ebene muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass wir hier mit dem Internet, mit dem World Wide Web, mit einer riesengroßen Blackbox operieren und dass es ein paar Möglichkeiten gibt, da ein bisschen durchsichtige Kanäle zu schaffen, wo man sagt, okay, ich kann wenigstens in gewissem Grad sicherstellen, nachvollziehen, was da wirklich passiert. Ja, doch. Das war jetzt am Schluss eigentlich ein recht gutes Stichwort, weil so irgendwie genau das mit dem umgebogenen DNS sozusagen, das wird ja über die Zertifikate relativ gut abgefangen, weil die Zertifikate auf Domainnamen ausgestellt sind. Genau. Das heißt sozusagen, wenn ich eine Verbindung aufmache und zu, keine Ahnung, www.buchhändler.at. Jetzt weiß man schon, wo meine Kontonummer herkommen könnte. Das war es noch nicht. Nein, es ist absichtlich, soll ich jetzt Buchhändler nehmen, nicht ÖVSV. Und ich komme dann zu einem Server hin, der nicht demjenigen gehört, dann wird der Browser schreien, weil das Zertifikat, das der Server mir bieten kann, einfach nicht zum Domainnamen passt. Genau. Weil den Domainnamen hoffentlich die CA überprüft hat. Und das ist etwas, was sich technisch relativ leicht überprüfen lässt. Ja. Ob jetzt dieser Buchhändler, der Buchhändler ist, zu dem ich eigentlich hin wollte, ist schon wieder eine ganz andere Frage, weil vielleicht hat er gar überhaupt nicht die Domain buchhändler.at, sondern buchhändler.net oder buchhändler.biz und so weiter, und ich habe mich einfach nur beim Domainnamen vergibt. Wenn das ist, ob der mir das Buch, das ich bestellt habe, auch liefert, ist wieder eine andere Sache. Und ob er vielleicht mit den Daten, die ich eingegeben habe, von Adresse, welche Bücher mich interessieren, Kreditkartennummern und so weiter, vielleicht auch über den Computer treibt, ist wieder eine andere Frage. Und eigentlich wirklich abgedeckt, sozusagen vom Vertrauen her, wird eigentlich nur das Erste, sozusagen die Verbindung von Domainname zu Betreiber eines Servers. Alles andere, was ich sozusagen an Vertrauen brauche, um eine Geschäftsbeziehung aufzubauen, muss man sowieso dann erst wieder selber. Genau, das ist technisch nicht anbildbar. Und da gleich die Frage an die Runde, war irgendjemand schon in einer Filiale von Amazon? Gibt es die überhaupt?
gibt es eben nicht. Beim Thalia kann ich in eine Filiale gehen und sagen, aha. Da gibt's in der .at, in der .de-Filiale, in der .de-Filiale. Also das wird eben zunehmend schwieriger natürlich, dieses Vertrauen aufzubauen, weil wenn ich einmal beim Buchhändler um die Ecke war und ich kenne dessen Sortiment und seine Preisgebarung ist bei Buchhandel ein bisschen blöd, da gibt es eine Preisbindung, aber da kann ich eben physisch zu einem Ort, zu einer Person ein Vertrauen aufbauen und wenn mir der dann sagt, ja schau, da habe ich auch einen Webshop, kannst du auch einkaufen, also das, ich werde es ewig beklagen, das letzte vernünftige Plattengeschäft Wiens, das Red Octopus Records, hat vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren wieder zugesperrt. Die waren auf der Alserstraße und haben eben auch einen Webshop gehabt und ich habe von der Verkäuferin dort die Visitkarte mit dem Url von dem Webshop und Logo und Firmen-Dings und hin und her kann man alles nachmachen. Aber da habe ich wenigstens ein gewisses Vertrauen zu der Filiale gehabt und dadurch ist es im Geschäft und dadurch auch das im Webshop wiedergefunden. Aber in der zunehmenden Online-Shopperei-Zeit wird es natürlich immer schwieriger, dieses Vertrauen aufzubauen. Und da gibt es keine technische Hilfestellung, das kann uns niemand abnehmen. Irgendwo muss ich mein Vertrauen persönlich bilden. Das ist ja viel schlimmer in Wirklichkeit, weil wo hat Amazon ein Gericht stand? Das will ich gar nicht wissen. Also bei das Geschäft ums Eck könnte ich in Österreich klagen. Das ist so aufwendig teuer, ohne Frage, aber ich kann es machen. Kann ich Amazon klagen, unabhängig von der Größe, den muss ich dort klagen, wo was zu holen ist. Klar kann ich in Österreich klagen, die werden ja vielleicht verurteilt, aber kriege ich dann Geld dort raus. Wenn die in Österreich keine Assets haben, wo ein österreichischer die Hand auflegen kann, werde ich nichts kriegen. Das ist der österreichische Österreich, wenn man Amazon in den USA klagen müssen oder so ähnlich. Ja, weil wenn die gescheit sind, haben sie in ihren Niederlassungen überall eine GmbH mit der Mindesteinlage und fertig aus. Wenn überhaupt. Ja. Wenn sie eine lokale Sollbruchstelle brauchen, ja. Ja. Ja, die wäre vielleicht ganz praktisch zum Abfangen. Dann hast du in deinen AGBs Gerichtsstand ist dein Wohnortland. Dann habe ich in Österreich eine, was war der GmbH für Einlagehöhe, lächerlich, ja, für so eine Firma. Das ist deren Haftungsvolumen und fertig. Ich die Firma irgendwo, aber sicher nicht Zentralafrikanische Republik oder so. Ja, was auch immer, genau. Gerichtsstand Novosibirsk. Genau so. Persönlich zu erscheinen. Es gibt der Codex Hammurabi. Na, dafür schützt uns das Konsumentenrecht. Also im Business-to-Business-Bereich ist es ja heftiger. Da kann man sich auch die Rechtsgrundlagen ausmachen. Aber in Europa schützt uns das Konsumentenrecht. Ja gut, dann danke ich für die Geduld und Aufmerksamkeit. Den nächsten Termin haben wir schon.